So, jetzt müsste es geklappt haben. Ding, da ding, da ding, da ding, da ding, da ding. Wo habe ich jetzt? So, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind schon live. Ich sehe es halt gerade leider nicht. Nein, ich muss mal hier gucken, wenn ich hier das Bild wechsle. Ja, wir sind live, hallo. Es hat heute etwas länger gedauert. Ich habe ein bisschen Verspätung drauf. Das hat verschiedene Gründe. So wie es aussieht, hat mein Stromanbieter ist pleite gegangen. Die BEV hat heute Insolvenz angemeldet, so wie sich das irgendwie Ah, cool. anlässt. Und ja, das ist nicht witzig. muss ich morgen erstmal gucken, wie das weitergeht. Natürlich ist die Stromversorgung immer gesichert bei solchen Sachen, aber ja, da geht es ja um Verträge und was da eben halt alles ist. Ist auf jeden Fall immer ärgerlich, ist natürlich auch für die Mitarbeiter blöd und ist für alle eigentlich doof. Von daher, ja, müssen wir mal gucken. So, wir sind live. Ja, wackelt er hier? Jawohl, wir sind live. Sehr schön. Ich habe jetzt oben nochmal die neuen Follower eingebaut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin leider, leider, leider nicht dazu gekommen. Es müssten oben jetzt auf jeden Fall, gestern war noch der Wurzi mit drin. Was aber nicht stimmt, die Zahlen hier zum Beispiel. Also wir haben das Follower-Ziel ist erreicht. Super, super Dank an alle. Ich werde dann ein neues Ziel auch aufsetzen für den Februar, denke ich mal. Werden wir machen. Wir können dann nachher auch gerne nochmal drüber sprechen, wie viele Follower ich da reinnehmen soll. Ja, was da eben halt dann als Ziel eben angegeben werden könnte. So, ansonsten war heute, Leute, 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 war der Patch Day, der Update-Tag. Und ja, wie gesagt, von daher ist es so, es sind die Updates gekommen für die Flugzeugträger. Ich habe als Flugzeugträger hier, oder ich mache einfach mal so, habe ich jetzt nur noch die Ranger drin. Die Ranger hat coole Flugzeuge, sehr schön, hat meinen Typen hier drauf, den sie zurückgesetzt haben. Keine Tarnung mehr, wie auch immer. Und er hat eine Schneeflocke, das gefällt mir ja ganz besonders. Ich habe eine Schneeflocke. Ich muss mal gucken. Ich habe übrigens auch richtig viel Geld gekriegt. Ich glaube, über 100 Millionen habe ich noch nie gesehen. So, die sind jetzt hier drüben. Nee, ich will kein Dings mieten. Ich habe die Langley irgendwie, die ich kaufen könnte. Und die Lexington für 158.000. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ja, weil die Zwischenstufen ja eigentlich alle wegfallen. Forschungskosten. Ja, dies würde dann hier weggehen. Ja, also von daher, ja, muss man halt mal gucken. So, Japan. Ja, es ist tatsächlich so, die kleine Yamato ist raus, so wie das hier aussieht. Die kriegt man nicht mehr. Ich sehe jetzt irgendwie auch nichts Neues, was ich hier kriege. Ich will mal gucken. Kampfaufträge, gucken wir nachher mal. Im Arsenal. Pakete für das Event Mondneujahr. Ah, okay. Auch schön. Oh, cool. Was ist das denn? Premium-Container Mondneujahr. Moment, jetzt mal ganz langsam. 15, Moment, jetzt mal ganz langsam. 15 Kisten für 8.888 Gold. Es gibt insgesamt drei Pakete Mondneujahr, die beginnen mit dem ersten Paket nacheinander gekauft werden können. Inhalt mal 15, 15 solche Kisten beinhaltet.
Jeder Container beinhaltet einen Platz, der Folgendes enthalten kann: einen Platz, ein Schiff, ein Shanluang oder Iran, eine permanente Tarnung, Mondneujahr für eines der folgenden Schiffe, also für die, die drin sind. Eine der folgenden Tarnungen: Frühjahrshimmel. Okay. So, jetzt habe ich also die Chance auf eines von diesen vier Schiffen. Ich kriege 15 Container davon. Also, ja, aber dann kriege ich, weiß ich nicht, kriege ich dann die, ja, ich weiß nicht, also ich finde, der Preis erschlägt mich jetzt ein bisschen. Okay, was ist das da hinten? Ist das diese Irion? Weil das sieht mir stark nach einem. Es war ja eine im Gespräch, die hatte ich gesehen. Das war ein richtig cooles Schiff. Das wird wahrscheinlich hier die Irion sein. Das ist eine Stufe 8 mit vier Geschütztürmen hier. Wir müssen nachher mal gucken, was da für Schiffe alles sind. So, der hier steht immer noch auf bald. Das heißt, hier hat es nichts Neues gegeben. Okay. Ja. So. Ja, wie gesagt, ich bin heute irgendwie ein bisschen spät dran. Ich bin irgendwie ja, mit allem ein bisschen überfordert heute gewesen. Das tut mir auch wirklich furchtbar leid. Normalerweise, wenn ich sage, ich komme dann und dann rein, dann will ich eben halt auch pünktlich sein. Ja, wie gesagt, mein Stromanbieter pleite. Ansonsten waren noch so ein paar andere Sachen, die heute irgendwie sehr, ja, ich will nicht sagen kontraproduktiv, aber irgendwie nicht so toll gelaufen sind. Und ja, das ist aber gut. Wir rächen uns dann am bösen Feind. Der ist sowieso immer an allem schuld. Ja, super. Twitch-Container. Jetzt freuen wir uns erstmal wieder. Machen Container auf. Kriegen wie immer 100.000 Gold. Heute mal wieder 5 Nebelerzeuger. Und 10 Explosionsfahnen. Richtig. Und dann haben wir eine. Stimmt, das war die Kiste. Das finde ich jetzt wieder doof, warum ich da Fahnen gekriegt habe. Das dürfte die Kiste sein, die ich gestern nicht User joined your aufmachen channel. konnte, weil irgendwie der Server gesponnen hat. Hallo, wer ist reingekommen? Ist da jemand gerade in den Channel gekommen? So, hier wieder gucken. So. Zack. Hi, kannst du bitte dahinter nochmal deinen Namen schreiben? Also deinen Ingame-Namen. Das wäre super, wollten wir machen. Chris Ander. Hi. Bist du weitergekommen? Bist du weitergekommen im User disconnected from your channel. Ja, das kann ich unten nicht sehen. Sorry, das, wie gesagt, das ist immer nur mit Sprechen, weil ansonsten muss ich hier immer hin und her, das kriege ich nicht hin. Also das wird ein bisschen schwierig gerade im Stream. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall, wir machen jetzt erstmal hier eine Tarnung drauf. Und ich werde dann mal eine Runde mit dem Flugzeugträger fahren. So, mal gucken, was der jetzt hier eigentlich alles hat. Oh, das sieht ja alles wieder völlig überschlagen aus. Also wir haben eine Ranger B. Hat die irgendwas? Sekundärgeschütztürme, keine Ahnung. Wir haben hier irgendwelche Flieger drauf. Schlachtflugzeuge. Es gibt Torpedo. Bomber, so wie das aussieht, die eine höhere Höchstgeschwindigkeit haben, ein bisschen längere Wartungszeit. Und so wie es aussieht, ja, ansonsten okay, das werden wir auf alle Fälle mal machen. Denke ich mal. So, dann haben wir hier die
Bomber. User joined your channel. Und so, hi. Auf ein neues. Hi. Auf ein neues. Hallo, hallo. Ich gucke mir gerade mal kurz den Flugzeugträger an. Bist du weitergekommen gestern? Ja, tatsächlich. Der Support hat mir geschrieben, er hätte jetzt angeblich die Konten verknüpft. Ja. Dieses eine Schiff, das man zum Start bekommen soll, habe ich allerdings im Moment noch nicht. Ich weiß nicht genau, wieso. Aber ansonsten bin ich mittlerweile schon Tier 4 mit der Orion. Warte mal, du hast das Schiff nicht gekriegt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich glaube nicht, nein. Na, ich habe es zumindest nicht in meinem nicht? Hafen. Ja. Ja, na, wenn du es nicht im Hafen hast, hast du es nicht gekriegt. Du hattest auch mit den richtigen Kontodaten das hingeschrieben. Ja, also sag ich mal, auch Rechtschreib-Dings und so, keine Schreibfehler und so. Und du hattest da nicht aus Versehen das andere Konto genommen, was wir vorher gespielt hatten. Nee, das hat alles geklappt. Ich bin auch kurzzeitig ausgeloggt worden mit dem Kommentar, dass jemand an meinem Account Wartungen vornimmt. Ja. Also es war schon auf meinem Account und es hieß, mit dem nächsten Spiel sollte ich die Belohnungen bekommen. Du warst jetzt wieder draußen? Hast dich nochmal ausgeloggt? Seitdem nicht mehr tatsächlich, seitdem ich das Das solltest du natürlich machen. Das würde ich jetzt schon mal machen, ausloggen und wieder einloggen. Also während die das geändert haben, war ich ausgeloggt. Dann habe ich mich neu eingeloggt und habe dann eine Runde gespielt, wo dann eigentlich die Belohnung kommen sollte. Ja. Und da habe ich dann keine bekommen. Und seitdem habe ich mich noch nicht nochmal neu eingeloggt. Das kann ich gerne jetzt nochmal machen. Ja. Guck einfach mal, weil ansonsten kannst du den Support gleich wieder anschreiben, dass das Ding nicht da ist. Weil ich sag mal, wie gesagt, selbst wenn du die nur verkaufst, du kriegst einen Dreier-Kapitän geschenkt, da ist ja auch 25 Duplonen wert und würde ich halt einfach, würde ich gerne haben wollen. Kannst, wie gesagt, ich würde immer höflich bleiben, ruhig bleiben, nett bleiben und ich wollte doch noch mal fragen. Auf die Tränendrüse drücken und dann müsste das ja eigentlich irgendwie funktionieren. Denke ich mir zumindest mal. Ah, bestimmt. Abwehrwaffen für Flugzeuge. Du hältst mich auf dem Laufenden. Du sagst mir einfach hier, wann du wieder eingeloggt hast und ob das gegangen ist. Ja, ja, klar. Ansonsten müssen wir da... So, was habe ich jetzt hier? Ich habe Ranger. Ach, ich habe nochmal Ranger. Okay, dann habe ich hier... das muss ich jetzt nicht verstehen. So, was haben wir für neue Fähigkeiten? Luftherrschaft, beschleunigt Flugzeugwartung. Dann habe ich... Wird das Verbrauchsmaterial jeder Jäger aktiviert, startet ein zusätzliches Flugzeug. Okay, dann habe ich erhöht den Motorboost auf und Flugzeugträgerstaffeln um 10%. Stellt den Motorboost für die letzte Angriffsfluggruppe der Trägerflugzeuge vollständig wieder her. Hä? Wo? Was ist das jetzt? Ja, keine Ahnung. Jäger ist auf jeden Fall schön, aber ich glaube, Motorboost war irgendwie immer wichtig, dass du da schnell ranfliegen kannst. So, dann haben wir hier... Hast du dich jetzt eingeloggt? Ja, ich habe mich eingeloggt. Und? Ich habe 8 Container, 6000 freie EP, 4 Millionen Gold. Alles steht bestellt, aber irgendwie... Hey, ganz sicher, 4 Millionen Gold? Nee, nicht Gold, sondern Silbermünzen oder Kreditpunkte. Oder das heißt 4 Millionen, hast du dir was gekauft gehabt oder was? Waren die vielleicht in dem Humble Bundle drin? Oder? Aber doch keine 4 Millionen, das ist... Nee, pass auf, weißt du, was das alles ist? Genau, du bist doch um Stufen aufgestiegen. Geh mal auf deine, oben links auf deinen Accountnamen. Dann gehst du wieder auf deinen, drunter den Accountnamen, bist du? Ja. So, und dann bist du jetzt irgendeine Kapitänsstufe. Fangen wir mal da 1 an. Ja. Siehst du oben dein, siehst du jetzt 1. So, jetzt gehst du mal auf 1, bitte. Ja. So, dann gehst du auf 2. Warte mal, bei 1? Ja, nee. Geh mal auf 2. Fang bei 2 an.
Ja. So, da hast du hinten zugestellt. Das sind einmal 500.000, richtig? Ja. Das sind Ach eine so, das Kiste. war alles Das ist ja zusammengerechnet. Okay. genau. Ja, ich wollte es auch. Bei 3 hast du nochmal 500.000 gekriegt. Bei 4 kriegst du 1 Million. Bei 5 kriegst du 3.000 freie EP. Wie weit bist du denn jetzt schon? Aber ich gerade eben stand da, ich habe 6.000 freie EP bekommen, aber mit Level 5 kriegt man nur 3.000. Ja, Also dann kann es ja nochmal was gewesen sein. Was bist denn jetzt für ein Level? Level 6. Du bist Level 6 schon. So, 1.000. Na gut, wie gesagt, vielleicht hast du ja gestern nochmal irgendwo was anderes gekriegt. Vielleicht fürs Zusammenfahren oder für irgendwas. Und was hast du an Schiffen jetzt im Hafen? Ich habe ja die drei Anfangsschiffe, also Japaner, Amerikaner und Deutsche. Und dann die, die ich quasi gestern gekauft habe, das war einmal Ja. Level 2 Deutsch und 1-2 Briten. Und dann habe ich heute noch die Caledon, die Belle, Rophoon und die Orion Okay. gekauft. Okay. Und sonst nichts weiter. Sonst nichts Nee, vorhanden. dann musst du fragen. Dann würde Ja, ich dann werde wirklich ich nochmal fragen, dass du anschauen. sagen, dass du eben halt doch die Diana eigentlich hättest kriegen müssen für das Zusammenfahren, ob das klappt, weil es geht dir ja auch darum, dass du dann mit Stufe 6 die Texas bekommst und natürlich auch die Belohnung, die anderen, die freie Erfahrung, ob das eben klappt, weil das mit der Diana eben nicht geklappt hat. Ja. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn Ja. der dann sagt, okay, das geht rückwirkend nicht, keine Ahnung. Also, ich glaube, bei mir ging das dann damals auch. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das können die dir auf jeden Fall normalerweise drauf buchen. Aber wie gesagt, nehmen wir an, das geht nicht. Ist es nicht ganz so tragisch. Aber wichtig ist, dass du eben die Texas kriegst und dass du die, vor allen Dingen die freie Erfahrung dann auch bekommst. Jo. Da stimme ich dir. Okay. Willst du das dann noch machen jetzt gleich oder bevor Ja, wir ich meine, losfahren? die brauchen eh lange zum Antworten, dann kann ich das auch noch danach machen. Naja, Ja, das können wir gerne schon. wie du das möchtest. Kein Thema. Dann warte, lade ich dich mal in eine Division ein. Jo, da bist du. So, da ist er. So, ich gehe mal auf nicht bereit. So, was hast du jetzt nochmal? Welche Stufe hast du jetzt? Vier. Stufe 4. Ich habe wieder kein Stufe 4 Schiff. Ach so, warte mal. Ich hatte mir doch gestern das Stufe 3 Schiff geholt. Stimmt. Forschung. Japan. Nee, warte mal. Ich kann ja im Hafen hier. So. So, da sind wir. Genau. So, dann hat der, ach, der hat ja schon mehr als genug Erfahrung, dass ich mir die freischalten kann. Dann schalte ich mir die auch gleich mal frei. Kapitän, ohne Kapitän, den suche ich mir gleich aus. So, hier werden wir aber gleich auch mal was draufbauen. Ich mache mal schnell mein Schiff fertig. Ja, du gehst auf die Briten, das ist auf alle Fälle eine gute Sache. Hast du ein paar Dublonen zur Verfügung? 200. Okay, du solltest dir ab Stufe 5 auf jeden Fall, würde ich dir das empfehlen. 4 vielleicht noch nicht, aber ab Stufe 5 würde ich es dir schon empfehlen. Einen Kapitän für Dublonen kaufen. Okay. Der kostet zwar nur 25 Gold, also Dublonen, aber der hat gleich 3 Fertigkeitspunkte. Und die sind zwar schnell verdient, aber auf der anderen Seite, ja, wenn du die halt schon hast, dann hast du auch schnell 4 oder 5 oder so. Also du solltest, das Ziel sollte sein, den Kapitän zeitnah, sag ich mal, auf 10 zu bekommen. 10 ist eine ordentliche Stufe, sag ich mal. Okay. Wenn du auch mal irgendwann dann auf den Zerstörer umswitcht, auf den Zerstörer solltest du. Die unteren Stufen vielleicht auch noch nicht so wichtig, aber dann, wenn du 5er Zerstörer mal fährst und sagst, okay, da möchte ich dann mal was machen, der sollte auf jeden Fall auch einen 10er Kapitän dann gleich haben. Das geht Okay. um die Tarnwerte, weil sonst gehst du einfach zu früh auf und wirst schon zusammengeschossen, noch bevor du
überhaupt weiß, was los ist. Und es war gerade auf dem Zerstörer, der jetzt nicht so viel Lebenspunkte hat und auch nicht reparieren kann. Ja, könnte sehr schnell sehr frustrierend sein. So. So, dann was bauen wir denn ein? Wir bauen auf jeden Fall Kapitänserfahrung ein. Ja, ich denke mal, sonst hier eigentlich nichts weiter groß. Auch doch hier hinten. Kreditpunkte, ja, du wirst es rausreißen. So, Moment, ich brauche noch einen Captain. Und dann haben wir auch unser Viererschiff fertig. Ja, wir haben hier keinen. Rekrutier mal einen. Na, hätte ich jetzt nicht gedrückt, doch hier. So, nee, du siehst nicht so aus wie ein Schlachtschiffkapitän. Du, ja, Seto, Seto der Erste. Du kannst das machen. Hier siehst du das übrigens mit den, ach so, ich weiß nicht, ob du den Stream nebenbei anhast. Hier hättest du das sehen können. So. Warte. Nee, ist, also ist schon. Der hat jetzt, wie Okay. gesagt, 3 Punkte. Ich habe den für 25 gekauft. Und damit hat der im Endeffekt hier, kannst du gleich die ersten Fähigkeiten verteilen. Der hat schon 6000 Punkte halt. Und Ja. ich finde, 25 ist ein überschaubarer Wert. Ja, das auf jeden Das Fall. ist meines Erachtens nach ganz in Ordnung. So, dann drücken wir bereit und schauen mal, wie es läuft. Ach, ich muss oben noch mal gucken. Ja, also wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob das klappt mit den Followern jetzt. Ich habe es mal direkt über den anderen Kanal laufen lassen, vom Stream her. Gestern waren ja die neuen Follower, war es ja so, dass immer nur Anonymous angezeigt wurde. Ich muss auch oben noch mal gucken, ob die neuen, nee, ich glaube, die stehen oben an und nicht drin. OPEX, der Zonk. Wurzi steht auf jeden Fall drin. Ja, also wie gesagt, das ist irgendwie noch ein bisschen nebulös, wie der sich die Daten abgreift und wo der die dann da einträgt. Aber ich sag mal, das kriegen wir alles in den nächsten Tagen noch hin. Ich hätte ja auch gern Follow da gelassen, aber irgendwie komme ich im Moment in meinen Twitch-Account nicht mehr rein. Alles gut, kein Ding. Bist du gesperrt oder was? Nee, Please join your channel. Hi. hallo. Ist da jemand wieder gekommen? Glaub schon, ja. Auf jeden Fall, weiß ich nicht, ich weiß mein Passwort irgendwie nicht mehr angeblich. Und beim Zurücksetzen, wenn ich ein neues Passwort setzen will, sagt er mir immer, dass irgendwie ein Fehler aufgetreten wäre und ich soll es nochmal probieren. Ja. Hi Slash. Hi Slash. Das Gehen ist wir nach nicht unten witzig. oder gehen wir nach oben? Ja, ich würde sagen, nee, wir bleiben oben. Wir machen erstmal A für B soll irgendwie jemand. Das soll DD oder irgendwas hinfahren. Würde ich vorschlagen. Ich bin heute ein bisschen spät dran, Slash. Du warst vorhin schon mal da, kann das sein? Ja, ich habe mal reingeschaut, aber du warst Ja, noch wir unten. sind unten hier im anderen Dings gewesen. Wie gesagt, wir hatten heute hier von einem Projekt eben halt was und da ging es um Abschlüsse und verschiedene andere Sachen. Deswegen hat das alles ein bisschen länger gedauert. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe gesehen, mein Stromanbieter hat die Hufe hochgerissen, hat heute Insolvenz angemeldet, die BEV. Ich denke mal, das wird einige betroffen haben. Weil BEV hat, glaube ich, viele Kunden. Ich weiß gar nicht, was sie da gemacht haben. Die haben Insolvenz angemeldet. Ja, die haben BEV hat Insolvenz angemeldet. Kam vorhin eine E-Mail und da muss ich jetzt erstmal gucken, wie das dann läuft. Ob man sich dann irgendwie einen suchen kann, weil das übernimmt ja dann irgendwie die Stadtwerke. Und ich sag mal ganz ehrlich, Stadtwerke Strom will ich nicht bezahlen, weil Mag gerade sagen, da gehst du am Stock, da kann ich dreistellige Beträge irgendwo einplanen. Das wieso, du kriegst doch jetzt YouTube und Twitch Money. sicher, genau, ja. Warst du nicht derjenige, der eben gesagt hat, er kann mir nicht mal ein Follow da lassen, weil er in Nee, seinen das war Account nicht ich. reinkommt? Also von daher.
Nee, das kann nicht sein. Nee, wie gesagt, muss ich erstmal gucken. Deswegen war ich dann ein bisschen später dran, weil ich da erstmal so ein paar Sachen durchschauen musste. Dann habe ich mich auch eingeloggt nach dem Patchen und dann war es auch beim Einloggen so. Das hat erstmal 100 Jahre gedauert, was der alles aus dem Account rausgenommen hat und wieder reingesetzt hat durch diese Flugzeugträger-Geschichte, die er da halt jetzt nach dem Patch verändert hatte. Ich finde es sehr geil, wie AA Modification 2 auf Slot 6 macht meine Artillerie schlechter. Okay. Wie gesagt, ich muss mir das sowieso nochmal angucken, wie das jetzt eigentlich funktioniert mit der. Weil du hast ja da drauf auch das Main Battery Mod für Reload-Zeit und so. Ja. Und jetzt musst du dir überlegen, du gibst ja quasi dann dein Damage auf, nur um dann AA. Ja. Was ist das hier? Damage? 15%? Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ich habe mir im Moment erstmal nur die Flugzeugträger angeguckt, aber du musst doch auch irgendwie dann rechts und links irgendwelches Gelumps switchen oder so. Weißt du, die... wie gesagt, ich war überhaupt noch keine Ahnung. Ich hatte mir ein paar Sachen bei Grado mal angeguckt im Stream. Gott, habe ich eine Dispersation. Also ich habe echt gerade mal die Ryujo einmal gespielt. Und Ryujo, das ist die Tier 6 japanische Flugzeugträger. Ach hier die Hyuro oder ja, wie auch immer sie heißt. Nein, die heißt? Ich bin kein Japaner, ich weiß das nicht. Ryujo. Also, ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich die gespielt. Bei einem 8er Match mit einem 6er Träger und ja. Hab sie danach verkauft. Okay. Aber, also, es ist ätzend. Ich hatte irgendwie 33.000 Schaden am Ende und ja, also. Weil sobald du dann über einen T8er geflogen bist, ja. Oder die fahren jetzt alle zusammen immer irgendwie und dann kriegst du für den einen Angriff raus und dann, ja, Push. Also sofort ersetzt und 85.000 Free XP ist auch okay. Ja. Ich brauche mal Unterstützung hier. Mensch. Ja, ich vom Punkt aus. Jetzt dreht er sich extra richtig schön ein. Jetzt könnt ihr den total beschießen und vernichten. Kommt euch aber ganz schön nahe. Hat jetzt wirklich einer von da hinten Torpedos geschmissen. Super. Das wird mich jetzt wegmachen. Ich kann da nicht mehr ausweichen. Oder? Doch, das kriege ich noch hin. Meine Güte. Aber tatsächlich hat er ja das Schlachtschiff getroffen. Also. Ja, es ist richtig. Das war jetzt aber tatsächlich auch, weil ich kaum noch gefahren bin von der Geschwindigkeit her. Und das hätte auch. Na gut, es hat geklappt. Ich bin immer so. Ich werde immer ruhig im Chat, wenn es aufregend wird. Also ich muss wirklich, wir müssen sehen, also dass wir dich auf Tier 5 bringen, weil mit der Kongo wird es dann eigentlich ganz okay. Aber alles was unter Kongo ist, ist hier echt ein Aber die Orion ist auch noch okay.
Ja, ich, rede von Japanern. Und ich fahre ja Japaner. Also ich sag mal jetzt hier die Miyogi mit ihren drei Geschütztürmen. Das ist, ja. Nee, die Orion ist doch genial eigentlich. Die hat doch... Drei Geschütztürme. Ordentlich. Ja, die schießt relativ genau. Fährst du noch mit? Jo. Hier so Tier 4 und sowas. War auch nur ein, zwei Stunden. Ja, alles gut, alles hübsch, alles schön. Jetzt auch nicht ewig. Alles gut. Ich hätte jetzt fast TS zugemacht. So. Oh, hallo, wir haben 6 Zuschauer. Herzlich willkommen. Ja, wie gesagt, wir sind noch ein bisschen, waren im Reden über das neue Update. Viel gesehen haben wir ja eigentlich noch nicht. Ja, wie gesagt, weil ich ja gar nicht weiß, wie ich das jetzt hier umschalten sollte. Also hier auf dem Vierer, wenn du da angegriffen wirst, hast du ja noch gar keine Möglichkeit. Das kommt dann erst später, oder was? Diese Umschaltgeschichte nachher mit den mit der Flugabwehr oder was, was du gesagt hast. Musst du bei deinem Schiff mal gucken, was du gefahren bist und dann unter AA du hast ja Defense? Hier, wenn du hier jetzt, wo meinst du das jetzt, bei Flugabwehr oder was oder wie? Ja, bei deinen Stats halt, ne? Und dann Verstärkung der Flugabwehr 25% oder so, dieser Wert ja, spezifiziert. Und wenn du das aber hast, dann musst du das ja umstellen können, irgendwie. Nee. Also nee, das ist, scheint ja fest zu sein, irgendwie. Zeit bis zur Verstärkung des Sektors. Nein, aber wenn alleine schon, dass du das hast, dass du deinen Sektor verstärken kannst, dann musst du das ja, du musst ja auch einen Sektor auswählen können im Spiel. Gell? Ja, ich, klar. Also ich habe irgendwo gehört, du kannst automatisch schießen lassen, so wie immer. Dann würdest du aber irgendwie fast nichts mehr abschießen und dann kannst du es eben halt verstärken. Vielleicht so ähnlich wie diese manuelle Auswahl bei den, konntest du ja vorher schon manuell auswählen und dann hast du aber dieses Umswitchen. Aber bei dem Umswitchen, ich weiß nicht, wie gesagt, wenn der dann über dich drüber fliegt und du musst dann 12 Sekunden erst umschalten, bist du drüben auf der anderen Seite. Ja, wie gesagt, das muss man sich alles mal angucken, das wird sich jetzt alles ergeben. Genau. Ja, ich habe es noch nicht so richtig kapiert. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, wenn du mit der Miyogi, wenn dich da ein Flieger angreift, spielt es eh keine Rolle, weil die 3 MGs, die da draufstehen, die machen sowieso, glaube ich, keinen wirklichen Schaden. Da ziehst du nicht irgendwie was vom Hocker, dass das jetzt irgendwie einen Unterschied machen würde. Ach, das ist doch alles halb so wild, wa? Aber perfekte Gelegenheit, um irgendwelche Builds auszuprobieren. Ja, das ist es sowieso eigentlich immer bei den Sachen so. Ich will mal schnell hier wieder mein Spam-Textchen hier reinsetzen. Du bekommst auch leider gar nicht mehr angezeigt, dass du irgendwie Flugabwehr verbesserst, wenn du jetzt irgendwie so okay oder sowas reinnimmst. Finde ich jetzt auch nicht so toll. So. Jetzt habe ich hier meinen schönen Text. Zack. So, ich bin nämlich gar nicht mehr. Ja, aber wie gesagt, ich bin echt mal gespannt, wie sich eben bestimmte Sachen, wie sich das wirklich jetzt auswirkt. Weil was ich eben vorher gesehen hatte, ich war, ja, ich will nicht sagen sehr skeptisch, aber zumindest doch, ja, das muss man sehen, wie sich das einfügt. Die können ja noch Änderungen vornehmen. Muss man mal gucken. Aber wir haben jetzt wahrscheinlich auch in jedem Gefecht irgendwie Träger dabei. Denke ja, ich mal. Meistens sogar mehr als ein. Das wird wahrscheinlich, ja, das ist ja bei allen irgendwie so gewesen sein. So. Jetzt mal bei Stufe 4 oder was? Stufe 4, ja. Erlaub mal ein. Allerdings auch noch was länger. Also ich glaube, ich brauche 17.000 und ich bin
Hast du eine Tarnung irgendwas? Du hast da, glaube ich, Tarnungen gekriegt. Apropos Tarnung. Flaggen habe ich bekommen. Ja, da solltest du, da gucken wir nachher gleich mal, dass du eine Flagge einbaust, weil das boostet ja Oemans, also von der Erfahrung. Ja, 300, ich hatte eine bekommen, 300% frei. Nee, die könntest du aufheben. Die hebst du dir auf, die wäre jetzt Verschwendung auf Tier. Ach, kann man die danach nicht nochmal abnehmen? Nee, das sind einmalige Fahnen. Also die, okay. Das ist jede Fahne ein, also ein Gefecht. Wenn, also das ist so ein Einmalboost im Prinzip. Ich dachte, das wäre sowas wie eine Tarnung. Was? Hier kommt ein Flieger! Ja, nee, das, nee, also es gibt, pass auf, es gibt permanente Tarnungen und es gibt so, ich glaube, der hat irgendwie auch noch nicht so richtig einen Plan raus. Ich habe sogar ein Flugzeug abgeschossen. Doch. Nee, dann hat der es noch nicht richtig raus, weil wenn du mit der Miyogi ein Flugzeug abschießt, ist was schief gelaufen. Das zweite Flugzeug abgeschossen. Ja, du machst ja auch nichts, ne? Aber das sieht cool aus, wie die hier runterstürzen. Das sah vorher nicht so aus. Das gefällt mir ja mal. Habt ihr das gerade gesehen? Diese Branddings da, das sah richtig cool aus. Das hat mir gefallen. Also was ich gerade wegen Tarnung erzählen wollte. Ich habe ja dieses Neujahrsding da für 8888 Gold gekauft. Ne? Oder Duplo. Ja, wenn du das weißt, erzähl mal. Das habe ich vorhin gesehen. Genau. Also das erste oder welches hast du gekauft? Wo du kannst fünf, nur das erste kaufen. Wo die 15 Kartons drin sind. Ja, und du kannst dann auch das zweite kaufen und danach kannst du erst das dritte kaufen. Und jedes 8888? Yep. Okay, wie viel sind das umgerechnet? Wie viel kosten 8888? Wenn du jetzt mal so in Dublonenladen guckst, irgendwie. Würde jetzt 30 Euro tippen oder so? Für 8000 oder für insgesamt? Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe echt jetzt gerade keinen. Ich schaue nach. Das wäre super. Auf jeden Fall habe ich hässliche Tarnung bekommen, glaube ich. Wo ist er denn? 60 Mal, also in 5 Kisten, du kriegst immer 12. Die ist halt schon ein bisschen hässlich. So ja. Rot, Gelb und Grün. So, das ist so. Ja, gut. Und dann habe ich tatsächlich für die Anshan, für die Lo Yang und für die Irian, also das neue Schiff, ja, jeweils Tarnung bekommen, die permanente. Ja. Aber du hast die Schiffe noch nicht. Aber ich hatte die Yuan He. Du kriegst schon mal die Tarnung, aber hast die Schiffe nicht. Also die Iri, und wie heißt die Iri dann oder so? Das ist dieser Irian. Neue, oder dieser Iron, neue, oder dieser, was ja, auf jeden Fall dieser neue Achter, richtig? Aber der ist vier, quasi, ist quasi wie ein Kutuzov, aber halt ja, nicht so. Richtig, genau. Also der, muss ich sagen, der hat mir ja gefallen. Der hat 4 Geschütztürme und 152er müssten das sein. Also das sieht ja wirklich cool aus. Aber, genau, ja, aber. Ja, dann hast du nur eine Chance, mal irgendwas zu kriegen. Und kriegst im Endeffekt nichts. Das ist ja auch ein bisschen kontraproduktiv, finde ich. Ja, dann. Als ja, nächstes was, kriegst du dann Type 59 Camo, kriegst auch noch raus. Allerdings ja, nur 6 Stück. Ja, gut, das sind ja Chancen rauszukriegen. Also, das heißt ja nicht, dass das wirklich so ist. Ja, aber gut, aber Camo hast du jetzt eine größere Chance als jetzt zum Beispiel 8 Tage Premium, World of Warships Premium, die es da drin gibt. Habe ich, glaube ich, 3-mal bekommen. Okay. Und dann gibt's noch, was war das, 750 Dublonen. Allerdings hat er mir das auch ganz komisch angezeigt. So von wegen, da wurden dann rechts immer so 200 Dublonen abgerechnet und dann 750 und keine Ahnung. Kann auch ja mal nachgucken in den Notifications, aber ganz komisch. Aber Schiffe hast du gar nicht gekriegt? Nein. Also sprich, ja. So ein richtig schöner Loot-Container, wenn du so willst. Ja, mal gucken. Es gibt aus der Flystrike Win, gibt es ja genau die gleichen Container. Glaube ich. Manchmal sind das ja eher so ein paar weniger tolle Container, aber vielleicht gibt es ja auch noch was raus. Okay. Also ich werde mir jetzt auf jeden Fall nicht den nächsten Container kaufen, weil
In dem nächsten Container sind hier nur 9 Boxen, aber dafür die Irian-Tarnung, die ich ja jetzt schon habe. Keine Ahnung, was dann damit passiert, ob das dann direkt in Dublon umgewandelt wird oder was weiß ich. Es geht ja, denke ich mal, hauptsächlich darum, dass du dass du die Chance auf das Schiff hast. Also ich sag mal, du sollst dich ja wahrscheinlich dumm und dämlich bezahlen, weil du das Schiff unbedingt haben willst. Ja, es kommt halt drauf an, wenn ich jetzt, keine Ahnung. So kannst, weiß, du nicht, die... so kannst du dir ja nicht kaufen, gell? Nee, glaube nicht. Es kommt jetzt drauf an, wenn jetzt die Iron Tarnung, was weiß ich, 8000 Dublonen wert wäre. Ja. Könnte ich mir das ja quasi für umsonst kaufen, dann. Ja. Aber wenn ich das jetzt kaufe und dann passiert da einfach gar nichts und ich habe die Tarnung quasi doppelt in Anführungsstrichen, dann ist das natürlich auch ein bisschen. Ja. Verarsche. Kannst du vielleicht kannst du es bei eBay verkaufen. Ich habe keine Ahnung. Nee, also ich denke mal, so viel wird's möglicherweise nicht geben. Da Entschädigung, keine Ahnung. Also ich habe vorhin, ich habe nur geschluckt, als ich gesehen habe, ups, es gibt Container für 9000 Gold. Sagen wir es mal so. Oh, Zitadelle und weg. Sehr schön. Sehr schön. Ja, das fand ich jetzt auch, weil ich vorher irgendwie nicht getroffen habe. Also ich habe hier das 5-mal. Nee, doch. Also ich habe aus 15 Container habe ich 10-mal Camo, also rausbekommen. Ja, wie gesagt, Camo ist nice, alles irgendwie, aber ich sag mal, du kaufst es ja eigentlich, glaube ich, um irgendwie, weil du auf ein Schiff hoffst. Richtig. Ich hab sogar 11-mal aus 15 Dingens Camo gekriegt. Dann 2-mal. Achso, du kriegst 8 Tage Premium plus 200 Dublonen. Habe ich, glaube ich. Hast 200 Dublonen wieder raus, also hast du plus 8,6 bezahlt. Ja, muss sie ja gegenrechnen irgendwie. Da habe ich dreimal. Ach, hi, Baba Wasser, sorry. Und nur einmal 750 Dublonen, also. Ey, was war denn das jetzt gerade? Ich sage Hallo und dann habe ich 2 Zitadellen geschossen und dann war der weg. Hey, wir müssen öfters Hallo sagen und Begrüßungen feiern. Also, was, wenn man sich das letzte Paket holen, bekommt man das Schiff garantiert? Ach so, okay. Okay, das schreibt gerade Barbarossa im Chat. Wenn man sich das letzte Paket holt, bekommt man das Schiff garantiert. Das sind dann 26.000 Dublonen für einen Achter. Okay. Und einer hatte das Schiff im 3 Container in der ersten 15. Okay, ja, dann brauchst du Glück. Jetzt muss man nochmal kurz überlegen. Warte mal, was kannst denn du? Wie viel sind denn 26.000 Dublonen? Das wollte ich nachgucken, ne? Im günstigsten Kurs. Guck mal nach dem günstigsten Kurs. Das müsste man halt mal wissen, aber ich denke mal, das sind auch, das ist richtig Geld. Klar. Was haben wir denn hier? Nehmen wir nicht beliebige Anzahl Dublonen, weil. Guck mal im Angebot, da war es auch mal Admiralskiste mit minus 20% oder wie die heißt. Nee, Admiralskiste hat aber nicht genug. Ja, wie viel hatten die Admiralskiste? Warte mal. Hier sind wo nur Dublonen drin sind. 30.500. Genau, wie viel? Für 100 Euro. Okay, da hast du noch 4.000. Okay, also das ist schon sehr... Also da kriegt der Begriff Goldschiff wirklich eine ganz neue Bedeutung. Ja. Stehen die Stats schon auf dem Dings? Ja, klar. Oh, ich sehe gerade, die nehmen unsere Basis ein hier. Aber da kannst du dir, oder da könnte ich mir jetzt theoretisch auch lieber eins von den 3 anderen Schiffen holen, wo ich die Tarnung jetzt habe. Zum Beispiel die Anshan-Tarnung hat sogar 100% XP dabei. XP. Und ja, 50%, wobei, wenn man jetzt wieder gemein und ehrlich und fies wäre, könnte man sagen, okay, die hat die, das ist die G101. Ey, das ist den hier, der hier irgendwo noch rumgurkt, gell? Hier muss irgendwo noch ein DD rumfahren. Ich muss mich mal hier ein bisschen aufs Spiel konzentrieren, sorry. Weil die cappen nämlich gerade.
Ja, was ich irgendwie nicht so auf der Uhr habe, ist tatsächlich. Nee, das. Ja, wo ist jetzt der DD hier? Den erreiche ich den? Nee, den erreiche ich nicht. 1, 2, 3. So, Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Hier, jemand aus unserem Kleinen. Ja, das hatten wir. 95 Euro. Ja. Hier ist eine Schneeflocke drauf. Sehr schön, genau. Also, Barbarossa. Das ist geil. Die Schneeflocke ist natürlich, die ist dann das Geld. Die macht das Geld wert, dass das 95 Euro wert ist, auf jeden Fall. Ich hatte übrigens den Flugzeugträger, den ich gekriegt habe. Die haben hier die neuen Flugzeugträger reingesetzt. Da ist auch eine Schneeflocke drauf, gell? Auf jeden Flugzeugträger. Das ist cool. 200 Stahl? Okay. Ja, das ist, ja, aber wie gesagt, nicht für 95 Euro. Also das ist schon... Ist schon ziemlich krass. Was kostet normales Achterschiff um die 40, oder? Das ist doppelt so viel. Und selbst wenn du jetzt überlegst, okay, du kriegst noch ein paar nice, schöne Sachen raus, eben wie für die anderen Schiffe. Wie sehen die Tarnungen aus? Ja. Keine Ahnung. Habe ich noch nicht geguckt. Kann ich auch nicht sehen, wenn ich das Schiff nicht habe. Naja, da kannst du ja wieder nicht eingucken. Höchstens man müsste dann irgendwie mal gucken bei YouTube, ob es einer hochgeladen hat. Schön daneben geschossen. Gibt sogar schon einen Post im Forum, allerdings noch von letztem Jahr. Aber das werden die, glaube ich, sein. Ha, jetzt sehe ich das hier ein bisschen besser. Oh. Ja, gut, okay. Also gleich mal gucken, wenn die aus dem. Der war geil. Also schieße ich hier irgendwas in den Berg oder was? Ja, die ganze Zeit. Ach, tatsächlich, ja. Aber wir haben gewonnen, gut, alles hübsch. Ja, also das ist wirklich viel Geld. Also ich sag mal, ich meine, keine Ahnung, selbst wenn das Schiff jetzt irgendwie immer mega toll und gut ist, dann finde ich, das ist wirklich Fettgeld. So, ich könnte jetzt mal gucken, aber ich glaube, das kannst du ja hier, nee, du siehst das ja hier nicht, gell? Und ich könnte das dann nicht in den Stream machen, das müsste ich dann umlegen. Sprich, dass ich mal reingucke in die, da müsste ich aber die Captures ändern, das würde jetzt zu lange dauern. Also, dass man mal im Wiki guckt. Link hast du aufgemacht, ne? Links siehst du. Wie den Link? Hatte ich ins TS geschickt gerade? Ich habe hier, also wie gesagt, ich bin ja noch alles ganz am Anfang. Das heißt, ich habe hier nur zwei Monitore und auf dem einen läuft tatsächlich der Stream. Den muss ich mir ja angucken, wegen, dass das alles funktioniert. Und auf dem zweiten läuft natürlich mein Spiel. Das heißt, wenn ich jedes Mal ins TS muss oder irgendwie was raus muss, dann muss ich halt immer hier bei den Monitoren hin und her switchen. Und dann fange ich an rumzueiern. Also ich brauche auf jeden Fall einen dritten Monitor. Aber der Plan ist eigentlich, einen größeren zu nehmen, wo ich den Bildschirm teilen kann. Also gut. So wollte ich das machen. Nee, aber ich, warte mal, ich kann mal gucken. TS hast du gesagt, hast du ihn gemacht? Schloss ich den Chat wieder an. Da unten habe ich's. Okay, ja, ich bin mir der Gefahren bewusst. So, dann sage ich das jetzt einfach mal hier. Bla 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 bla. During this trial dedicated to CV Lunar New Year. Okay. Pff, ja, die Tarnungen sehen ja eigentlich nice aus. Ja, wie gesagt. Ja, die Iran ist ein bisschen übertrieben wieder, die Tarnung, wenn ich ehrlich bin. Das finde ich... Sieht schön aus, aber es ist ein bisschen übertrieben. Ja. Du kriegst einen 19er Captain? Ich glaube nicht, dass du den 19er Captain kriegst. Du hast wahrscheinlich nur die Chance, da irgendwie was zu kriegen. Ah, 19er Captain nehme ich hier. Oder ist der... Kuan Rong und Darong. Warte, ich guck mal ganz kurz nach. Die beiden Typen, die unten... Nee. Warte mal, I could Unique Pan Asian Commander with 10 Skill Points. Also du kriegst keinen einzelnen Captain. Ja, warum machen sie denn die Bilder hier von den Zweien rein? Was ist da mit denen? Weiß ich nicht, vielleicht gibt es die als Geheimdrop oder so. Ja, ich muss das nachher nochmal in Ruhe lesen, aber wie gesagt, das wäre jetzt ein bisschen kontraproduktiv im Stream. Nee, aber das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Aber ich will trotzdem noch mal ganz, ganz kurz, Chris, geht gleich weiter.
Ja, kein Stress. Ich will nur noch mal hier, im Arsenal war das, gell? Vorhin hatte ich hier die Kisten gesehen. Genau. Wo waren das? Coupons? Gibt 5 neue Coupons oder was? 50 Kategorie Fische, Kategorie Tarnung, Signale. Okay, so, hier haben wir Mondneuer. So, dann habe ich das Schiff abgestürzt. So, ja, 8.888 Dublonen. Das ist wirklich interessant. So, und Nummer 3, einzigartiger. Da, ach nee, 10 Fertigkeitspunkte, da steht sogar. Guanrong kriegst du mit 10 Fertigkeitspunkten. Dann kriegst du das, ja, drei Dinger, eine Andenkenflagge. Ja, im Prinzip ist es schon lustig, dass sie zwei Dinger davor schalten. Also, das heißt, die könnten ja im Endeffekt hergehen und könnten dreist sagen: Hey, pass auf, für 8.888 Gold bekommst du das Schiff. Und ja, ich will trotzdem nochmal gucken hier: Dublonen, Dublonen, wenn wir es jetzt mal normal nehmen. Ja, so 30, 35 Euro. Aber wie gesagt, du musst ja die anderen dann zusätzlich. Das ist wirklich ziemlich, ziemlich fett. Also, ich gehe mal davon aus, da werden ein paar Leute sagen: Hey, das ist ein bisschen großzügig bemessen. Nennen wir es mal so. Ja, weil. Ein Kapitän ist in den Paketen. Einen kann man sich ab morgen erspielen, wenn es um die. Ja, genau, darum ging es gerade. Ich hatte jetzt nochmal geguckt. Danke, Barbarossa. Ja, stimmt, ein Zehner-Kapitän ist drin. Ich meine, Zehner-Kapitän ist immer nice, ist keine Frage. Aber wie gesagt, das ist also vom Geld her, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wenn sie jetzt zum Beispiel gesagt hätten, 6.666 für drei Container, dann wäre es immer noch teuer gewesen. 3 mal 6 sind 18 oder sagen wir 3 mal 7 sind 21. Ich habe nur 20 Euro angebaut. Es wäre immer noch teuer gewesen, aber das hätte man vielleicht noch irgendwie begründen können. Aber so, ja. Aber auf der anderen Seite war ja die, was hatten die Bart, was hatten die gekostet, die Neuner? Die war doch auch ziemlich. 45. 45, und das ist allerdings auch ein neuner Schiff. Ja, aber Ein Achter. da gab's ja auch diese. Naja, du musst das sehen, du kriegst ja noch mehr durch die Container, was alles drin ist. Und bei der Was für Bart gab's Container doch. meinst du? Na, wenn du jetzt die Container kaufst, wo du dreimal, sag ich mal, hast die das, dann hast du ja noch mehr. Also du kriegst ja dann noch andere Tarnungen und dies, das werden sie ja so begründen, dass du also im Prinzip noch einen Mehrwert dafür kriegst, ja nicht nur das Schiff. So, Naja, und. begründen müssen Sie das nicht. Ja, und ja, wie gesagt, auf jeden Fall ist es ja so, dass die auf jeden Fall ist. Fahren wir auf A wieder, ja? Ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall ist es ja so, dass, dass wenn du die, da gab es ja diese Special, weißt du, diese Ultimate-Pakete oder wie auch immer. Und das Ultimate-Paket von der Bard, wo eben der Kapitän und sowas alles mit dabei war und tralala und hopsasa, und hast du nicht gesehen, waren, glaube ich, auch 100 Euro weg. Aber da ist, glaube ich, noch eine ganze Menge Geld immer mit dabei, oder? Die Auch du dann ja. immer kriegst. Und ich meine, du hattest, was hast du gesagt, 200 Dublonen. 61 Euro, Nein. sagt Barbarossa, meint 61 Euro circa. Ja, das ist. Naja, du hast ja drei Pakete, ne? 45 war das kleine. Dann gab es noch irgendeins für, was weiß ich, das jetzt die 60 Euro sein, dann noch 100 Euro. Das ist alles sehr. Ich komme mal mehr so in deine Richtung. War jetzt doch einige. Aber das würde mich jetzt echt interessieren, ob das die Kamo jetzt doppelt kriege, ob das da irgendwie Refund gibt. Weil normalerweise ist das ja auch wieder Dublonen. Ja, aber wie gesagt, da wirst du nicht viel kriegen. Also musst jetzt nicht davon ausgehen, dass so wie bei den normalen Schiffen, dass du da jetzt für ein Achterschiff, was kostet bei einem Achterschiff die Prämie, die Tarnung? 3 oder 4.000 oder so. Ja. Also davon würde ich jetzt persönlich nicht ausgehen.
Ich meine, klar, du kannst. du kannst hoffen. Aber. Davon würde ich jetzt nicht ausgehen. Was ist denn hier schon wieder? Scheiß Flugzeuge, hau ab! Du kannst ja jetzt gar nicht mehr sagen, hier geben sie Luftabwehr, da kann ja keine Jäger mehr schicken, gell? Kann er schon. Der kann ja so einen Jäger da lassen, wenn er gerade vorbeifliegt. Ach echt? Ich dachte, ja, das die ist Jäger. Das Conceivable. Ich dachte, die Jäger, die sind jetzt nur noch an deinem Flugzeugträger und verteidigen halt dein Schiff. Auch. Das heißt allerdings, automatisch passiert das dann. Genauso wie die Reparaturmannschaft auf deinem Flugzeugträger automatisch eingesetzt wird. Okay. Torpedos auf Steuerbord! Torpedos auf Steuerbord! Du hast bei jeder Gruppe, also bei Bombern, Torpedo und Raketen, ja, hast du jeweils die feste Anzahl Consumables, was weiß ich, zweimal diesen Turbo, damit du schneller fliegen kannst für 5 Sekunden. Und eben bei Fighter, die, wenn du dann da drauf drückst, dann ist das je nachdem so ein Radius von 3 Kilometern und der Fighter ist dann halt in dem Radius, greift alles an, was da reinkommt. Das heißt, wenn jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, wenn du siehst, dass der gegnerische Flugzeugträger jetzt irgendeinen Angriff auf kleine Schiffe macht, dann kannst du das Ding da hinstellen und dann kann er halt erstmal nicht da durch. Dann direkt angegriffen okay. Mit dem Ding. Aber ich weiß auch nicht, wie effektiv das ist. Wahrscheinlich hast du dann genauso eine. Ja, muss man mal gucken dann. Du wirst halt irgendeinen Nachteil dadurch haben, wenn du trotzdem angreifst, ne, aber. Welcher das jetzt genau ist, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe meine verkauft. Chris? Ja. Bist du stehen geblieben? Ja. Das solltest du niemals machen. Also, okay. Die können fahren und das ist eine Fähigkeit, die du immer nutzen solltest. Also stehen bleiben eigentlich wirklich, gerade mit dem Schlachtschiff, weil du ewig brauchst, um wieder anzufahren. Wenn da irgendeiner kommt, ob das jetzt ein Flugzeug ist oder wie auch immer, sobald die mitkriegen, dass du da stehst, bist du Mode. Also da wird jeder auf dich schießen irgendwo. Okay. Und deswegen, ich sag mal, es gibt natürlich Situationen später mal, wo du kurz stehen bleiben kannst, also meinetwegen hinterm Felsen für eine Falle oder mit einem DD oder mit einem Kreuzer im Smoke stehen bleiben, okay, das ist was anderes. Aber mit dem Schlachtschiff mitten auf dem Acker ist, glaube ich, eine ganz, ganz, nicht so zu empfehlende Entscheidung. Okay. Betonung liegt aber mitten auf dem Acker. Also wenn du ja, genau. Also stehen bleibst. Genau, genau. Da lag die Betonung. Du hast das vollkommen richtig erkannt. Ja, ich war halt nicht unter dem Schuss, da dachte ich. Nee, ist alles. Also du kannst das natürlich machen, aber wie gesagt, ich würde es dir nicht empfehlen. Ja. Weil im Prinzip, der trifft dann eigentlich auch so halbwegs dahin, wo er hinzielt. Und wie gesagt, da. Dadurch, dass dich eben halt auch wirklich ziemlich viele ins Visier gleich nehmen, könnte es ziemlich schnell ziemlich heftig werden. Ach, was auch lustig war, wo ich mir eingeloggt habe, hatte ich auf einmal alle drei Kampagnen-Quests fertig. Die waren einfach abgeschlossen. Okay. Also tatsächlich jetzt auch von Yamamoto, ne? Ja. Da hatte ich, glaube ich, da war ich eine am Machen, aktiv, und die anderen zwei waren einfach so, wenn es passiert, dann passiert's, ne? Dass du irgendwie Witherer, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, dass du den mal kriegst oder so. Ja. Und die waren auf einmal alle abgeschlossen. Okay. Also echt komisch. Ob die das irgendwie verbockt haben oder so. Ist es möglicherweise, dass die Kampagnen rausgenommen sind und dass die gesagt haben, so nach bestimmten. Nee. Nicht. Nee. Oh Gott. Das ist nicht so gut. Ach, die Texas schießt da eh. Eine Texas, die HE schießt. Das ist gut. Das tut nicht so weh.
Das hätte jetzt richtig wehtun können auf 11 Kilometer. Siehst du, und der bleibt jetzt gleich stehen. So, jetzt müssen wir mal gucken, vielleicht ein bisschen schön. Das war okay. Ich will ein Jagdflugzeug haben, Mensch. Jetzt kommt hier schon wieder irgend so ein Blödmann mit der Langley. Ach, das sind die Raketen. Was waren jetzt? Wieso ist ein Schluss? Oh, ich muss ein Chat. Nee, die Bart gab es nicht für 45. Das Schiff alleine war weit über 60. Ja, das war teurer. Das dachte ich auch. Also ich glaube, ich hätte das auch teurer gesehen. Stimmt, Barbarossa. Also ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich will mich da nicht genau festlegen. Aber meines Erachtens nach war die teurer, weil es ja eben halt auch ein 9er-Schiff war. Und da gab es dieses ganze Geflame noch. Das weiß ich noch. Da habe ich bei Team Grado reingeguckt. Da waren auch die Diskussionen nachher im Chat und im Stream selber, dass sie ja vorher ewig angekündigt hatten, nee, es wird nie ein Tier 9 Schiff geben für den Verkauf, und dann haben sie damit angefangen, und ja, Grado hat ja selber gesagt, dass er das nicht so doll findet. Wie gesagt, da würde ich mich gar nicht mal so drüber aufregen. Was ich eigentlich eher machen würde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, ich würde einen Riegel reinschieben, dass du als Neuling nicht hergehen kannst, dann kannst du so ein Schiff kaufen. Es ist, aus zwei Sachen ist das kontraproduktiv. Zum einen hast du selber, schiebst du Frust, weil du das Spiel einfach noch nicht richtig spielen kannst, im Prinzip auch noch nicht so richtig bestimmte Mechaniken kennst und dadurch eigentlich dann Frust schiebst, auch für dich selber, für die anderen. Das heißt, ich würde hergehen, würde sagen, wenn du, und das ist teilweise immer noch früh genug, wenn du es hochspielst mit Flaggen und alles drum und dran, wenn du dein erstes Tier 9 Schiff selber im Hafen stehen hast, dann kannst du dir auch ein Tier 9 Schiff kaufen. Das wäre meine persönliche Herangehensweise. Aber du hast, glaube ich, vergessen, dass Wargaming Geld machen möchte. Ja, aber das ist so. Wie viele Punkte hat man gemacht? Wie viel hast du bis jetzt? EP meinst du? Oder ja. XP? Ich habe 3100. Ausgebaut? Hast du schon was eingebaut wieder? Und ich habe... Von Modulen jetzt her? Ja, lass mich kurz... Ich habe den Rumpf schon verstärkt, sodass ich mir die Iron direkt kaufen könnte, theoretisch. Von den anderen beiden Verbesserungen habe ich noch nichts. Okay. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, ein Level 4 Schiff schon voll auszubauen. Naja, es bringt dir auf jeden Fall Vorteile, weil ich sag mal, wie viel hast du jetzt Reichweite und wie viel würde dir die Reichweitenverlängerung oder Verbreiterung bringen? Plus 1,5 Kilometer. Ja, na gut, ich sag mal, aber das ist, warte mal, ich will mal selber gucken hier. So, sind wir? Hier sind wir, dann haben wir die Orion. Also, du würdest kommen von 15,2 auf 16,7. Das ist ja schon ein ganz schöner Schritt, weil, ja, wie auch immer, du hast... Oh, die hatte 5 Kanonen. Alter Verwalter. Ja, was du bei den Briten machen kannst, das wird immer nicht gerne gesehen, du wirst völlig mal angeflamed. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Du hast 5.900 Schaden für HE. Und ja, 9.500 für AP. Bei AP hast du natürlich immer die Möglichkeit abzuprallen. Also ich persönlich, wie gesagt, jetzt werde ich bestimmt gleich wieder angegriffen, ich persönlich bin die Briten immer so gefahren, dass ich alles, was über, na sag ich mal, bei den größeren Schiffen so über 12, 13 Kilometer war, also bei den ganz großen schalte ich einmal bei 14 schon um, habe ich HE geschossen. Weil du einen super HE-Schaden hast bei den Briten. Der geht ja richtig hoch im Vergleich zu anderen. Das heißt, du machst richtig Damage, du kannst Module beschädigen und du hast eine 40-prozentige Chance, den in Brand zu schießen. Das heißt, der kann dann einmal löschen und danach brennt er aber durch. Das heißt, du machst dadurch richtig Schaden. Also ich würde dir auf Tier 4 und Tier 5 empfehlen, erst unter 12 Kilometer auf AP zu gehen. Das wäre okay. Also wie gesagt, da gibt es andere, es gibt auch Leute, die sagen, ich spiele Schlachtschiffe grundsätzlich nur mit AP, gibt es irgendwie alles, aber das ist alles sehr, sehr, ja, spielt halt jeder anders. Ich sag mal, du kannst es probieren und, ja, wie gesagt, Slash, was sagst du dazu? Anderes ja. Thema, wo kann ich mir eigentlich den Kapitän denn für die Dublonen kaufen lassen?
Nee, du musst ja passen. Wenn du jetzt zum Beispiel auf Schiff kaufen gehst, bist du auf einen, siehst du einen Stream? Ja. Pass auf, ich gehe jetzt und sage hier. Nee, aber da muss ich, glaube ich, das Schiff kaufen. Ja, doch, ich muss ja dann sowieso die Kongo kaufen. Das ist ja dann. Oder warte mal, nee, da brauche ich jetzt noch. Ja, warte mal, nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier, ich gehe hier auf das. Pass auf, du hast, wenn das Schiff kommt. Wenn das Schiff kommt, dann hast du eine Möglichkeit, oben anzuwählen, Kapitän für 25 Gold oder Kapitän für, ich weiß nicht, was kostet der? Einfacher kostet der nix oder kostet der, ich weiß gar nicht, gab es doch unterschiedliche. Auf jeden Fall kannst du, da oben hast du auch ein Auswahlfeld, wo du auswählen kannst, Kapitän, also ohne Kapitän kaufen, okay? Okay. Und wenn du das kaufst ohne Kapitän, hast du hier diese Möglichkeit, Kapitän zuweisen, so. Und bei Kapitän zuweisen, dann hast du immer hier entweder von erster Reserve oder auch von anderen Schiffen. Und wenn das nicht ist, kannst du hier auf Rekrutieren gehen. Und so sieht das dann aus. Das heißt, du hast dann einmal den hier für 25, der 3 Fähigkeitspunkte hat, oder einen mit einem für 7500 oder mit der Grundausbildung kostenlos. Okay. So, und das wählst du dann an und dann kannst du den dann ausbilden, hier für 25. Was du hier halt noch hast, ist eine schöne Sache, nice to have, deswegen nehme ich die immer ohne. Du kannst hier noch den Namen und das Bild ändern. Das heißt, du kannst dir im Prinzip einen aussuchen, dass du sagst, ich möchte den auf dem Schlachtschiff haben oder keine Ahnung. Das kannst du nicht machen, wenn du den gleich so kaufst. Okay. Ja. Wo wir gerade beim Thema sind, ne? Du kannst jetzt selbst Kapitäne umtrainieren auf andere Schiffe, ist auch kostenlos, ne? Ohne EXP. Ja, durch diesen Patch oder so. Oder ist das, ja. Soll das immer bleiben? Nee, gell? Nein, das ist bis zum 8. Februar. Nur, ja, genau. Das ist jetzt nur so ein paar. Ja, das ist richtig. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Geschichte. Chris, auf jeden Fall, was du auch noch machen kannst, diesen Code eingeben. Hatten wir das gesagt mit dem Torpedo-Code? Barbarossa, hast du das mitgekriegt mit dem Torpedo-Code? Du kannst dich einloggen auf. Mein er war gestern Abend da, oder? Warst du gestern Abend da? Ich weiß es nicht. Ja. Du kannst dich einloggen auf der Seite vom, von Wargaming. Dann gehst du oben auf den Premium-Laden und daneben ist ein Feld, wo du Wargaming-Code eingeben kannst. Und in dieses Feld schreibst du einfach nur ganz groß mit Großbuchstaben rein Torpedo. Und dann drückst du auf Abschicken und dann sagst vielen Dank, der Code wurde akzeptiert oder erkannt oder wie auch immer. Und dann bekommst du, wie war es, 5 Aufträge? Warte mal, ich muss mal gucken, habe ich die nicht? Du kriegst einen Auftrag, musst 5-mal gewinnen, da kriegst du 6 normale Container für. 5-mal gewinnen, 6 normale Container. Das ist auf jeden Fall cool. Ist es ja, habe ich gerade gemacht. Ist es irgendwie für eine Stufe? Warte mal, hier haben wir doch Kampfaufträge. Hier können wir da mal reingucken. Da können wir das nochmal zeigen. Leningrad, täglicher Auftrag. War das der hier? Nee. Aufhebung der Belagerung? Nee. Wo waren die denn? In Brand gesteckt? War das schon fertig? Nee, ich hatte keine Kisten heute. So, kommen nicht näher, persönlich. Gewinnen Sie 5 Gefechte, hier ist es. Das ist der. Gewinnen Sie 5. Gefechte bis 30.08. Also bis dahin sollte jeder mal 5 Gefechte haben. Also wir haben jetzt hier schon 4 von 5, eins noch. Und dann kriegst du 6 gewöhnliche Container. Hey, das finde ich cool. Ist nice. Bist du in diese persönlichen Aufgaben gekommen? Hier links über... wo haben wir hier persönliche... Da, hast du Events... Herausforderungen, Kampfaufträge, persönliche Aufträge. Ja, das kann sein, dass die erst mit, je nachdem, was du für eine Kapitänsstufe hast, freigeschaltet werden. Ja. Okay, magst du bereit klicken? Und ja, dann... sorry. Alles gut, alles hübsch. Ah ja, das mit dem Code hat funktioniert, habe ich eingelöst. Also, sobald ich dann in der Lage bin, was cool wäre, wie gesagt, wenn du irgendwie nachher nochmal gucken kannst, du kannst mich natürlich auch wieder entfollowen. Ich habe heute mal den Code geändert, den Stream. Habe ich jetzt nicht gedrückt, ich habe da gedrückt hier. Ich komme nicht rein, was ist jetzt? Hallo? Was ist denn jetzt los?
Vielleicht nochmal nicht bereit, wieder bereit machen. Das hatte ich schon mal, dass ich nicht ins Gefecht komme. Hey, Wargaming! Ich habe Geheimcodes irgendwie freigegeben. Was, rekrutieren Sie einen neuen Kapitän? Ach so, ja. Ich drücke die ganze Zeit auf der Rune hier irgendwie und ja, das wäre jetzt auch richtig blöd gewesen, wenn wir der Rune jetzt da reingegangen wären. Die hätten uns da drin. Das wäre ein schönes Hallo geworden. Oh Gott. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Gott sei Dank, dass das nicht ging. Das wäre super geworden. Da hätten wir auch, alle hätten uns lieb gehabt. Mit einem Tier 9 und zwei Tier 4 Schiffen. Geht das überhaupt? Also, du kannst Beck hat da das Matchmaking nee, oder nicht? Kannst du das machen. Wenn du Glück hast, landest du im Tier 10. Und der Feind gratuliert dir. Und ja. Wenn du vorher, du hast doch hier diese positiven Bewertungen. Ja. Von denen ich 8 Stück habe. Ja. Ich kann davon ausgehen, nach dem Gefecht werden die weg. Dann bist du mit Sicherheit in einem Spiel dann 10-mal reportet worden oder sowas. Also das geht, denke ich mal, auch. So, gucken wir mal. Und zwar habe ich, ich habe jetzt heute nochmal den Streamcode geändert. Und zwar, weil wir ja wirklich über... ich streame ja nicht direkt das Twitch hoch, sondern ich habe noch einen dazwischen geschaltet. Und durch dieses Zwischenschalten kann ich im Endeffekt gleichzeitig auf Twitch und auf YouTube streamen. Und das finde ich eigentlich okay. Eine schöne Sache. Was ich aber schon gemerkt habe, dass zum Beispiel die Anzeige bei YouTube, die steht ja immer auf Null, die funktioniert nicht. Irgendjemand war nämlich auch und hat auf YouTube geguckt und hat eben gesehen, dass es gar nicht geht, hatte mir das auch gesagt, ist dann rübergekommen zu Twitch. Der Stream wird drüben astrein angezeigt, der Chat scheint auch zu funktionieren, aber die Anzeige scheint nicht zu gehen. So, und gestern hatten wir zwei neue Follower. Nochmal vielen, vielen Dank für die Follows. Und das Problem war eben halt aber, dass dann nur Anonymous kam. Das heißt, da hat die Namen reicht da über die Schnittstelle nicht durch. Und jetzt habe ich heute nochmal eine andere eingegeben, aber das sehe ich erst, wenn der nächste Follow kommt, von daher. Auf Twitch oder auf YouTube? Auf Twitch. Und die YouTube-Follower, glaube ich, die werden gar nicht angezeigt. Da habe ich nämlich auch irgendwie schon zwei und das reicht da gar nicht durch. Das ist auch kontraproduktiv, da muss ich auch nochmal arbeiten. Aber wie gesagt, das Problem ist halt, wenn du nebenbei streamst, nebenbei noch ein paar andere Sachen im realen Leben hast und nebenbei... dann auch noch die Sachen zusammenbaust. Das dauert halt alles ein bisschen seine Zeit, weil ich auch keinen habe, der wirklich dir sagen kann, okay, wie alles geht. Das heißt, es ist alles wirklich ein bisschen, man muss sich selber in alle Sachen reinlesen. Es gibt eben wirklich viele, viele, viele verschiedene Möglichkeiten, was ich auf der einen Seite wirklich super toll finde. Du kannst dir vieles aussuchen, aber der Nachteil ist natürlich eben halt auch, dass du dich in viele Sachen reinlesen musst und gucken musst, was dann eben funktioniert. Wo ist jetzt... Ach, oh, da ist ein DD. Und von daher... Ja, müssen wir mal gucken. Ja, ich wollte sagen, irgendwas müssen wir da getroffen haben. Ha, ja... Aber wie gesagt, morgen habe ich ein bisschen Zeit. Morgen werde ich mir das nochmal angucken. Und ich habe auch noch einen guten Bekannten. Ich hoffe, dass der da vielleicht auch nochmal mit drüber guckt. Und dass wir da ein bisschen was noch machen können. Und. Ja, eigentlich. Was ist auf der Karte? Was mache ich denn? Bitte? Was ist auf der Karte eigentlich der gestrichelte blaue Kreis? Das ist deine. Ja, ich sag's dir gleich. Irgendeine Sichtweite, glaube ich. Oder das könnte in dem Fall auch die. Zielmap. Die Reichweite für die. Deine Tarnung. Für die.
Ah, die Tarnung? Okay. Nee, die Tarnung glaube ich nicht, oder? Natürlich ist die gestrichelt blau. Moment, also du kannst gucken, pass auf, du drückst Steuerung und dann hast du hier drüben und dann hast du einmal Erkennbarkeit zu Wasser und Erkennbarkeit zu Luft. Und die hat er jetzt gerade wahrscheinlich deswegen angezeigt, weil Flugzeuge gekommen sind. Ah, okay. Und ich werde jetzt hier richtig schön von Torpedos getroffen. Die Yubari nimmt vielleicht zwei weg. Nee, hat sie nicht gemacht. Sauber, habt ihr das gesehen, ja. Einer hat getroffen, die anderen sind alle ausgelaufen. Ach, was für ein schöner. Der Piedron. Barbarossa, was hast du erledigt? Ich hab Flooding, das ist halt ganz schlecht jetzt. Ach, guck mal, er macht ausscheiden den Smog an. kommt ihr mit auf die Mogi? Eben den DD hier wegmachen. Ja, wir müssen erst den DD hier wegkommen. Super. Diese Killsteals hier. So, dann auf die Miyogi oder was? Ja. Jo. Hält mich auf jeden Fall ganz gut auf. Hier ist aber auch noch eine Yubari auf der anderen Seite. Jo. Ich denke mal. So, mal gucken jetzt hier. Wie haben wir. Jo, das war eigentlich ganz gut. Ach, im Moment reiße ich noch nicht viel vom Hocker. Hier hinten ist auch das CV. Barbarossa, was hast du erledigt? Hast du, meinst du die Kisten oder was? Ich weiß jetzt gerade nicht so richtig, was du gemeint hast. Okay. Bist du auf der Yubari drauf? Ja. Ah ja, okay. Ja, vielleicht kriege ich jetzt die... Oh ja, die hole ich mir, oder? Gegnerische Schlachtschiff zerstört! Killclawer! Also, eine Bombe von dem, Dingsbums hat mir gerade mich in Brand gesteckt. Torpedo und ein Turret kaputt, ey. Wenn ich mich jetzt ansteckt, dann. Ja. Oh, guck mal, da ist ein Flugzeugträger. Das ist ein Flugzeugträger. Ja. Was macht der denn hier? Du bist echt andauernd aufgedeckt, ne? Von dem Scheiß. Also von den Flugzeugen, die in der Luft sind überall. Also es ist echt, Da ist noch einer. Was ich ja wieder geil finde, jetzt siehst du hier auch wieder ganz klassisch, warum du Schiffe fahren lassen solltest. Die haben die ganze Zeit hier in der Ecke rumgestanden, die hätten schon bei Zeiten abhauen können. Alle Zeit der Welt auf die andere Seite von der Karte fahren. Nee, die bleiben hier stehen. Ja, jetzt klingelt's halt natürlich. Jetzt ist Ende im Gelände, das ist Fakt. Aber ja. Weiterhin. Da gibt's dann auch keine richtige Entschuldigung. Hier kommt die Oma. Die Oma. Die Oma. Die Oma kommt. Die Oma. Ne, die Oma hat er. Schießen wir denn hier rein in die Oma? Ja, ein bisschen mal davor. Och, das ist ja. Also, das mittlere Geschütz, eine schöne Streuung. Oh nein, ich. Oh! Ich dachte, ich beach und bin dann safe von der anderen Seite. Aber ich bin da mal rumgekommen. Okay. Was genau ist eigentlich die Zitadelle bei Schiffen? So kenne ich mich mit Schiffen nicht aus. Das ist quasi unten Maschinenraum, könnte man sagen. Ah, okay. Der Part
des Schiffes, wo du halt am meisten Schaden kriegst. Der Port des Schiffes, den du immer treffen solltest. Ja, ja, klar, das weiß ich, dass man den immer treffen sollte, nur ich war mir gar nicht, ich wusste nicht, was genau das ist. Also es ist so, es war in den Videos, die du bei Wargaming siehst, ist es so, dass sie dir das erklären, es ist tatsächlich der mittlere Teil des Schiffes und auch ein bisschen weiter unten. Also nicht oben aufbauten, sondern eben halt so direkt über dem Wasser eben halt. Ja, so, ja. Aber was mir aufgefallen ist, tatsächlich ist, dass es im Moment tatsächlich ein bisschen weiter nach hinten verlegt worden ist. So wie du es jetzt gerade super gesehen hast, hinten, fast hinten ein bisschen reingeschossen und wieder eine Zitadelle geschossen. Und das ist mir aufgefallen, als ich auch beim Zugucken. Also du musst den hinteren Teil von der Mitte treffen. Also nicht direkt auf die Mitte schießen, sondern den hinteren Teil von der Mitte musst du treffen. Okay. Dann hast du eine höhere Chance für Zitadellen. Also das ist das, was ich jetzt wirklich die letzten Gefechte immer wieder gesehen habe. Weil ich habe nämlich auch immer genau auf die Mitte gezielt und habe die Mitte getroffen und hatte nie eine Zitadelle, was dann irgendwann auch ein bisschen ärgerlich ist. Und ja, wobei bei manchen Schiffen auf große Entfernung bist du eigentlich froh, wenn du überhaupt was triffst. Das kommt halt immer drauf an. Aber ich finde, der Chat ist schön lesbar jetzt, oder? Mit dem Blau. Wie seht ihr das? Gar nicht. Ach, Mensch, immer diese miese Peter hier. Na, ich kann deinen Chat nicht nebenbei laufen lassen. Qualität. Ja. Und jetzt loskommen. Gib ihm. Ja. Ein Treffer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Japaner, wenn du triffst, die treffen wirklich richtig schön. Also das ist wirklich, das lohnt sich halt auch. Wie, hast du jetzt mal umgeschaltet gehabt eigentlich auf, und, ja, also, auf HE und wie ja, kommst du zurecht? Ist, ja. ist es okay oder ist es, ja. Man muss halt gucken, dass man im richtigen Moment umschaltet, aber ansonsten ganz gut. Moment jetzt, also der Umschalten, musst du eigentlich nur, wenn du auf, also AP zum Beispiel, wenn du die Möglichkeit hast, auf Kreuzer zu schießen und du hast AP, also dann ist AP immer eine super gute Wahl. Wiederum ist natürlich auf Zerstörer AP eigentlich, HE immer die bessere Wahl, weil ja. Du sonst wieder eigentlich durchschießt, große Löcher machst, aber nicht wirklich richtig viel Schaden. Also da sind schon noch ein paar Unterschiede. Ja, also ich habe, was ich dir vorhin gesagt habe, galt eigentlich für, wenn du auf Schlachtschiffe schießt. Ja, ja, ich weiß. Aber da die großen langsam sind, würde ich die am Anfang immer anvisieren. Und manche tun dir dann sogar den Gefallen und bleiben stehen. Camo ist tatsächlich 5000 Dublonen wert. Hast du jetzt was? Du bist in den Hafen. Oh, den wollte ich doch noch haben. Bist im Hafen schon wieder und hast geguckt jetzt, wie das doppelt oder was? Ich habe natürlich nachgeforscht. Ach, nachgeforscht. Und der Community Contributor Little White Mouse hat das alles geöffnet und hat das dann aufgeschrieben. Okay. Und er hat halt das zweite Bundle gekauft, hatte vorher die Irian Camo bekommen. Ja. Dort 5000 Dublonen wieder zurückbekommen. Ich habe 6 Container gekriegt. Und dann hat er die Irian tatsächlich dann mit den Containern bekommen. Ja. Und dann das die dritte Irin Paket noch gekauft. Mal. Und dann kriegst du 11.500 zurück. Also das heißt, der hat 5.000 für die Tarnung gekriegt und 11.500 fürs Schiff. Das heißt, er hat 16.500 gekriegt. Hat das Ding ja fast geschenkt gekriegt. Ja, aber ist halt Glück. Ja, das ist halt... Aber der war irgendwie so ein Community-Dings oder sowas. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, trotzdem. Der hat halt trotzdem für Dublonen gekauft und ist ja gleich. Ich verabschiede mich jetzt. Ich muss mal anfangen zu kochen. Alles gut, wie gesagt. Es war heute ein bisschen, wir haben uns jetzt nicht so sehr viel unterhalten, weil es wahrscheinlich auch durch den neuen Patch und durch die ganze Geschichte, aber ich hoffe, es hat dir trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, vor allen Dingen, dass du auch durchs Zusammenfahren, hat es ja jetzt, ich glaube, wir haben ja nur gewonnen, gell?
Ja. Das ist ja auch schon mal ganz nice, dass du da auf jeden Fall gut Erfahrung sammeln konntest, weil für Siege kriegt man halt immer mehr als für Niederlagen. Und dann bist du ja auch ein kleines Stückchen vorangekommen. Wie gesagt, war auf jeden Fall super nett. Melde dich, komm einfach wieder rein, fahren wir wieder eine Runde zusammen und vielleicht bist du ja dann schon 5 oder sowas. Ja, klar. Und dann gucken wir auf alle. Denk auf alle Fälle dran, dass du nochmal den Kundendienst anschreibst, dass du auf jeden Fall die Belohnungen bekommst. Jo. Okay. Dann bedanke ich mich für dir, für das nette, für den netten Gefechte und wünsche dir auf jeden Fall noch was. Euch noch viel Spaß. Jo, danke. Tschüss. So, dann fahren wir jetzt etwas anderes. Ach, ich hatte übrigens. Was ist denn so das günstigste? Wie viel brauche ich denn? Ich habe noch 7400 Dublonen, das heißt, ich bräuchte noch 1400. Weil, wenn ich dann 5000 zurückkriege, ist ja geschenkt. Ja, man muss gucken irgendwie. Also, Marketing Strategy. Ja, das ist richtig. Ja, vielleicht kriegst du die 5000 geschenkt und das ist Schiff ärgerlich, dann gleich da drin. Ich habe mir gestern oder vorgestern, weil ich nur 3 Tage Premium hatte, habe ich mir 30 Tage Wargaming Premium gekauft. Und jetzt mal abgesehen von den 8 Tagen, die ich jetzt dreimal bekommen habe, bin ich eh wieder bei 27 Tagen Wargaming Zeit. Das heißt, bei Warships Zeit. Ja, Warships. Ist das ja nur. Warships. Das ist echt behindert. Jetzt habe ich nebenbei 30 Tage Wargaming und. Du kannst die zusammen freischalten, aber die Boni addieren sich nicht. Was meinst du? Ja, ich habe jetzt auf dem Wargaming-Account habe ich jetzt 30 Tage Wargaming Premium und jetzt nur bei World of Warships halt 27 Tage World of Warships Premium. Ja. Du kannst das irgendwo getrennt freischalten, gell? Ich habe es nur gelesen, ich weiß nicht, ich habe selber nicht geguckt, wenn ich ehrlich bin. Du meinst, dass sie 30 Tage Wargaming... Da, hier, also für Warships und Wargaming, genau, 339 habe ich, genau, und ich habe mein Warships-Premium-Konto habe ich angeschaltet und ich könnte das andere anschalten. Weil ich anschalten, aber das läuft doch. Na hier, wenn du jetzt hier drauf gehst, bist du im Stream? Nee, bist du nicht, hast du gesagt. Geh mal auf... Geh mal auf deinen Stream. Wo habe ich denn das eben gemacht? Wo war denn das eben, Mensch? Das hatte ich doch eben Premium laden. Nee. Warte mal, ich habe es doch eben gehabt. Ich hatte es doch eben... Ich guck mal eben die Werbung und dann sehe ich es ja. Hier Kontooptionen wählen. Nee, Kontooptionen wählen. Zum Ihr Konto. Kontoverwaltung oder was meinst du? Nein, das war hier eben. Ich hatte es eben offen und da war im Prinzip golden hinterlegt, was du ausgewählt hattest. Und warte mal, hier war das. Wo waren das eben? Hier Premium kaufen, Kreditpunkte, Überhebung wandeln, Inventar, Neuigkeiten. Mensch, bin ich denn nur bekloppt? So, Boost für die Prinz Adel. Ach, die Prinz Adel Friedrich, den Boost muss ich noch abfahren. Das können wir dann gleich mal machen, bevor ich das wieder vergesse. 6. Mensch, wo war denn das eben? Also ich hatte, pass auf, du siehst es dann eben so, dass die Zahlen da stehen. Also ich habe 339 Tage gehabt für, wo war denn das? Ja, rechts oben, wenn du auf deinen Account klickst, ne? Siehst du die 3 Spiele und dann Premium-Tageanzahl. Nee, hier sehe ich es nicht jetzt bei mir. Eben ging's und jetzt geht's nicht mehr. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall konntest du da draufklicken und da habe ich dann gesehen, ich habe 407 Tage hier World of Warships und ich habe 339 Tage noch Wargaming-Konto. Das hängt damit zusammen, dass ich mir damals das bei World of Tanks gekauft hatte, weil die hatten es ja auch super günstig im Weihnachtskalender im Angebot für, keine Ahnung, 40 Euro oder sowas fürs ganze Jahr. Und dann kurz danach kam das Warships-Konto. Das wusste ich ja nicht. Das war ja bis dahin noch nicht... Ja gut, aber das kannst du ja dann nicht mehr... Die haben dir dann die Zeit, haben wir dann automatisch ins Warships-Premium Nein, du hast beide. Ich habe 407 für das hier nur, aber ich habe 339 für beide, also wo ich das andere fahren könnte. Ach doch, ja, ich bin jetzt in dem Ding, wo ich hier drin bin, oder kann ich jetzt hier sehen, Warships-Account und Wargaming-Premium-Account, aber... Kann ich jetzt auch nur draufklicken und verlängern, aber will ich nicht. Ja.
Na gut. So, dann, was fahren wir? Fahren wir mal die Friedrich. Lass mal Friedrich fahren. Oh, ich habe 3 von 13 Punkten, sehe ich hier gerade. Halt, da müssen wir hier nochmal... Ach nee, ich glaube, bei dem wollte ich ja jetzt irgendwie warten. Genau. Wie war denn das? Stimmt, da wollte ich warten und wollte vielleicht auf die manuelle Geschichte gehen. Stimmt, ich erinnere mich. Weil mir das bei dem alles andere nicht so gut was gebracht hatte. Ja, so machen wir das. Jo, da sucht ihr mal was aus. Ich mir, ach Gott. Ich mach so lange mal hier die anderen Container auf. Das waren übrigens die Container hier, die wir für diese... Ach, der Container ist weg. Ist schon sehr wieder nice. Da war er ganz kurz nochmal. Das sind diese 6 Zufallscontainer, die es eben gab für die 5 Aufträge, für die 5 Siege. Wie gesagt, ihr müsst in euer Konto reingehen, geht auf der Internetseite anmelden, meldet euch dort an, geht oben auf den Premium-Laden und dann daneben einen Wargaming-Code eingeben und da gebt ihr bitte groß ein, mit großen Buchstaben, Torpedo und dann gibt es... okay, was war das jetzt? Und dann gibt es sechs Kisten. Ich bin völlig durcheinander. Animus hat subscribed, aber irgendwie mit einem ganz anderen Button. Der dürfte eigentlich gar nicht kommen. Könnte das von YouTube gekommen sein? Da muss ich nachher mal gucken. Da muss ich nachher mal schauen. Suchst du dir was aus? Yes. Nee, Nambu. Könnt ihr einfach die... Schmeiß mal was rein hier, dass es vorwärts geht. Ja, ja, ist klar. Die ganze Zeit gequatscht jetzt hier und jetzt auf einmal. Ja. Ich muss nachher unbedingt mal gucken, mich ärgert das total, wenn die Namen nicht angezeigt werden und wenn diese Sachen nicht funktionieren, weil das wirklich schön ist. Und ich freue mich natürlich auch über jeden Follow. Auf jeden Fall vielen Dank, wenn das jetzt gerade wirklich ein Follow wieder gewesen ist, der nicht geklappt hat. Vielen, vielen Dank für den Follow. Und ich freue mich da wirklich auch immer drüber. Und deswegen möchte ich auch, dass das wirklich ordentlich oben angezeigt wird und auch wirklich ordentlich im Spiel angezeigt wird. Und das ist auf jeden Fall das Erste, was... das war dein Abo. Hallo. Hi. SV Rider. Hi. Das war ein... Was war denn das? War das ein Twitch-Abo oder was war das? Ein Twitch-Abo. Okay, dann... wenn es Twitch... Ich muss dann nochmal gucken. Weil normalerweise ist da auch eine ganz andere Melodie und ein ganz anderes Zeichen hinterlegt. Ich habe jetzt nur gesehen, dass das komplett auf dem... Default steht, aber selbst auf dem Default hat er den Namen nicht genommen. Wie gesagt, ich arbeite auf jeden Fall dran, und ein YouTube-Abo, ja, das kann sein, dass das gar nicht durchgereicht wird. Ja, dann muss ich tatsächlich, dann werde ich das morgen mal probieren, mal auf YouTube erstmal nicht hoch zu streamen und tatsächlich mal nur auf Twitch zu streamen, mal gucken, ob das da läuft und wenn das da läuft, dann schreibe ich mal den Support von Restream.io an, dass das nicht durchgereicht wird. Weil das ist eigentlich schade, weil das bringt ja nichts, wenn du irgendwas hochstreamen kannst und dann die ganzen zusätzlichen Sachen nicht funktionieren. Aber danke auf jeden Fall für den Tipp, weil dann habe ich schon mal einen Ansatzpunkt, tatsächlich woran das liegen könnte. Da werde ich morgen mal rein auf Twitch streamen nur und dann mal gucken, ob das läuft. Und wenn nicht, dann muss ich die Videos manuell bei YouTube hinterher hochladen. Das dürfte auch nicht das Problem sein, was wäre eben schade, weil ich es wirklich gern parallel hätte. Ja, dann fang mal langsam an. Auf jeden Fall danke für den Follow. Und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns hier demnächst wieder auf dem Kanal. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn überhaupt? Ach, wir haben ein Achtergefecht. Und wir haben ein Achterflugzeugträger. Bye. Okay.
Ah, das ist ja wirklich krass hier. Warte mal, dann will ich hier aber auch nicht so alleine rumfahren. Ach, diese komischen Zeichen, das sind diese Raketenflugzeuge oder was? Ja. Genau. Bin mir eigentlich auch gar nicht sicher, ob ich jetzt hier Stelle und Smoke anmache, weil können wir einfach reintorpen. Konnten sie vorher auch, aber jetzt können sie oft da reintorpen. Die Zähne zeigen, Mensch. So. So. Ein 6er, ein 8er Träger. Aber wir haben Gott sei Dank nur King George und Gneisen, also keine 8er. Oh, da ist die Irian, die wird unter der Atago eingeordnet. Sieht von der Silhouette aus ziemlich groß aus. Fährt beim Gegner, fährt eine mit. Da müssen wir dann tatsächlich mal gucken. Ist die schön offen? Ich finde das geil, wie die Flugzeugträger einfach stehen bleiben. Bewegen sich einfach gar nicht. Ja. Siehst du das? Ja, die sind völlig beschäftigt mit ihrem anderen Scheiß. Ich weiß gar nicht, warum die nicht mehr fahren. Weil das ist ja vorhin schon die ganze Zeit aufgefallen. Dass du die gefunden hast, fährst hin und bumm und zack und weg. Also, da ist die Iri aufgegangen. Ganz kurz mal. Ach ja, hier hatte ich ja die rote Fahne drauf gemacht. Hier hatten wir die rote Fahne drauf. Also morgen werden wir auf jeden Fall, da zählt auch oben die neuen Follower mit. Ich werde heute Abend wieder bis spät in die Nacht arbeiten und dann nochmal probieren, ob das mit YouTube dann funktioniert und wenn nicht, dann Twitch. Und wenn nicht, machen wir es anders. Okay, jetzt kommt hier was rüber gespammt, das sehe ich schon. Das dürfte die Irian sein. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Du bist da drüben ganz alleine da. Ja, ich weiß. Ich pushe jetzt hier durch die Mitte und dann torp ich die und dann... Machst du alles kaputt. Er könnte ruhig mal drüber fliegen und dann... Der andere Typ, der fährt jetzt mit Raketen, fliegt da wieder außen rum, die klassische Taktik von früher, und versucht jetzt den Flugzeugträger anzugreifen. Also ich glaube, die ersten Tage werden noch lustig, solange wie die nicht wissen, wie es richtig funktioniert. Aber wie gesagt, wehe, wenn die Zeit vorbei ist. Wehe, wenn die Zeit vorbei ist. So... Ach, der dreht jetzt wieder voll ein. Na, so schnell kann ich nicht ausweichen. Was ein bisschen blöd ist, dass hier die DDs rumfahren, zwei Stück. Und... Okay, da fährt die Iri da an. Das ist ein schönes Schiff. Gefällt mir. Von der Silhouette her. Jetzt wollen wir mal mit Tarnung gucken. Oder ohne? Das kann ich auf die Entfernung, keine Ahnung. Ich würde sagen, er hat irgendwas drauf, aber ob das jetzt die Tarnung ist, die da wirklich dazu, die es gegeben hat, alles daneben gesetzt. Da würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen, auf die Entfernung. Wir können ja mal näher ranfahren. Gucken uns mal die Tarnung an. Die wollten wir unbedingt mal sehen. Problem gelöst. Ah, ist das dumm. Ja, von Atago.
Das ist halt einfach nur richtig nervig, ne? Dass du jedes Mal jetzt hier die ganzen Schiffe, ach, die jedes Schiffe, Flugzeuge über dir hast. Okay. Und das liegt daran, dass es halt zwei Träger sind. Jetzt macht er hier seinen scheiß Nebel an und mir geht die sichere Molotow, die schön gerade ausgefahren ist, aus dem Visier wieder raus. Das ist ganz toll. Ganz prima. Na, das brauchen wir ja nicht zu machen. Das ist nervig. Okay, jetzt kommen hier Torpflieger. Okay, der hat ganz gut getroffen. Scheiße, ich muss auf jeden Fall erst. Feueralarm! Mal... Oh, scheiße, sagt man nicht. So, jetzt lohnt sich's wenigstens zu reparieren. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Bestätige. Greift den hier fröhlich an, ne? Aber der bewegt sich gar nicht, der Flugzeugträger. Problem gelöst. Nix. Alles egal. Ah, doch, jetzt wieder los. Interessantes Battle. Die kneisen aber, was ist denn mit der los? Die fährt wie eine wild gewordene so quer bei uns durch die Base. Kann das irgendeine bestimmte Bewandtnis? Unsere Flugzeugträger fahren in Richtung der feindlichen Schiffe. Also da würde ich auch mal drehen. Aber... Okay, dann laden wir mal um. Ach Gott, Schlachtschiff fahren ist... Ist halt wieder sehr entspannt. Ich habe schon fette 4000 Schaden gemacht. Ui, ui, ja. Ui, ui. Das ist ja fast nicht zum Aushalten. Aber ich glaube, jetzt wird der Schaden etwas erhöht. Oh, ein Treffer, gut. Wow, die Leon hier voll in die Torps reingefahren. Torpedos voraus! Torpedos auf Backbord! Unser Team hat die Führung übernommen. Ah, das ist so eine Sache jetzt hier. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren! Ich glaube, 7 irgendwas fangen. Sehr schön. Ja, aber irgendwie, ich weiß gar nicht so richtig, die fahren hier einfach ohne Sinn und Verstand durch, die DDs, oder? Auch eben die Kneisenau war nicht wirklich richtig. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Die Zufallsgefechte, die gewerteten Gefechte, hast du eigentlich geguckt, die waren jetzt nur noch einzeln zu fahren, oder was? Ja. Ah, das ist schade. Das ist schade. Kann ich natürlich auch streamen, oder kann ich halt immer nur alleine fahren? Muss ich mal gucken. Die Frage ist natürlich auch, wenn du die streamst und das dann reinschreibst. Würde ich dann vielleicht nicht reinschreiben. Nee, ob du dann möglicherweise ob du dann der Liebling vom gegnerischen Team bist. Das ist immer so eine Sache. Da muss man aufpassen, da sammelt man schnell viele Pluspunkte. Ja, oder du streamst zeitversetzt, aber das Problem ist halt auch immer mit zeitversetzt, dann, ja, ist es schon fast eher wie ein Video, was du dir anguckst. Von daher, da muss ich mal gucken. So viel ist dann jetzt nicht, ne? Also... Was? So viel, Versatz. Du kannst den Versatz einstellen. Achso, du selber? Ja,
Du kannst irgendwo, das habe ich gesehen, dass du den Versatz einstellen kannst, bis zu, keine Ahnung, 5 Minuten oder sogar 15 Minuten hat er Dings eingestellt. Also das heißt, das ganze Gefecht im Prinzip raus, wenn du so willst. Und dann hast du 15 Minuten Versatz drin. Das Problem ist halt nur, wie ich mir das vorstelle, du hast deinen Stream laufen, du musst ja immer auf den Chat achten und dann erzählt ja der Chat was von einer völlig anderen Sache, als das, was du da gerade machst. Also das ist so, ich glaube, der Chat kann dann auch zeitversetzt werden, oder? Dass du das erst später liest. Ja, aber selbst wenn du das, wie gesagt, der Chat, also du kannst ja deinen Stream offen haben und der Chat ist dann natürlich live zu dem Versetzten irgendwo. Das ist ja nicht das Thema. So, aber das Thema ist ja dann, dass du gerade was ganz anderes fährst, als was da gerade auf dem Bildschirm läuft. Das heißt, du müsstest mit einem Auge hier auf ein Gefecht fahren und mit dem anderen Auge faktisch das durchlesen beziehungsweise durchgucken, was da gerade läuft und was die dazu schreiben. Und ich denke mal, das wird ein bisschen anstrengend, um es vorsichtig auszudrücken. Also super, ja. Sie sind alle weg, aber ich habe 8000 Schaden nur. Ich meine, ich denke mal, das war jetzt nämlich noch so eine Boost-Runde, die ich kriegen konnte mit dem Prinz Eidel. Da kriege ich jetzt richtig, richtig viel XP. Voll die fetten XP. Ja, nochmal überhaupt, also Follower, wir haben es geschafft. Wir sind bei 12 Followern, 11 sollten es werden. Das ist jetzt nur, ja doch, tatsächlich. Also ich habe 12 Follower und 11 war das Ziel eigentlich. Und das sieht man ja oben auch noch. Das heißt, wir sind da eigentlich drüber. Das liegt nur daran, dass das eben halt nicht richtig eingetragen wird. Ich werde dann mal sehen, ob ich dann ein neues Ziel setzen kann. Und wie gesagt, ich werde dann mal versuchen, das nur auf Twitch zu machen. Ob das dann möglicherweise funktioniert. So, die Baltimore hat jetzt die Atago rausgenommen. Ja, wie gesagt, von der Molotow werden wir auf jeden Fall nichts mehr zu sehen kriegen. Davon gehe ich mal aus. Oh, das ist knapp. Ah, oh, diese Torpedos von der Molotow sind ausgegangen. Das hätte sie EKGero vielleicht noch rausgenommen vorher. Okay. Ja, der hat ja nur 4 Kilometer und 4 Kilometer ist ja wirklich ist wirklich zu wenig. Aber Kagero müsste noch sterben eigentlich, oder? Ah. Ah, das war's. Das war's. Moonlover, hi. So, sofort mal abgeschlossen. The Dragon Adventure. Du kannst gerne wir können gerne Divi fahren, wenn du das möchtest. Also, das können wir gerne machen. So, ich habe noch einen Container, den ich hier einsammeln kann. Ich würde jetzt erstmal den ganzen anderen Container aufmachen. Ja, 8 Days Premium, yay! Yay, wieder 400 Kohle. Ach, die Musashi ist übrigens raus, gell? Ja. Die gibt's nicht mehr. Ist irgendwas Neues reingekommen? Ich hatte vorhin nichts gesehen. Nein. Und wie ist es denn im Arsenal eigentlich? Wenn ich jetzt hier auf Schiffe gucke, ist hier die Musashi auch raus oder gibt's die noch für Kohle? Nein, gar nicht mehr. Ach, die ist komplett weg. Okay. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es mir noch gestern noch geholt. Ja. jawohl. So. Oh. Was? Oh. Was? Oh. Oh, okay, ich habe die Luoyang bekommen. Ach, du hast, was hast du denn? Hast du die Kisten jetzt gekauft, oder was? Ja, klar. Ja, okay, dann. Ich habe jetzt quasi, sagen wir mal, 9000 ausgegeben, habe sofort die 5000 wiederbekommen. Wiedergekriegt, okay. Ja, das lohnt sich ja dann. Und jetzt machst du die Kisten auf. Das war jetzt die letzte Kiste. Das war die letzte Kiste. Ja. Wie viele Kisten waren es denn? Wobei, es könnte auch die Eventkiste gewesen sein. Das weiß ich nicht. Na, wie viele Kisten hast du denn jetzt noch offen? Gar keine mehr jetzt mehr. Also ich hatte jetzt halt von dem Event, ne? Hatte ich jetzt gerade noch eine bekommen.
Und die wird ja hinten dran gesetzt, oder? Ja, du oder siehst doch, die Kisten sehen doch anders aus. Na eben nicht. Doch, das musst du sehen, die Kisten sehen anders aus. Nein. Die haben, doch, die Kisten genau sehen so anders. Aus. Nein, die Kisten sehen okay, anders aus. Okay, ich guck jetzt nochmal genau hin. Aha, aha, okay. Mhm. So, jetzt gehe ich ins Arsenal. Ja. Die Kisten sehen nach. Komplett anders aus. Ja, okay, aus. Die sehen anders aus. Also die haben ich bitte dich, okay. Da musst du schon irgendwas mit den Augen haben, wenn du das nicht siehst, dass die Kisten anders aussehen. Ich habe einfach aufgemacht. Ne? Ja, genau. So wie wenn es irgendwie mal, keine Ahnung, da gibt es Geldgeschenke oder sowas, da werden die Umschläge aufgerissen, da wird nicht mehr gelesen, was irgendeiner geschrieben hat, sondern nur geguckt, wie viel Kohle ist drin. Also Mensch, das war ein besonders wertvoller Umschlag. Hä, was? Hab ich nicht gesehen. Wen interessiert's? Na, aber ich hab die Lo Yang jetzt hier. Yay. Eigentlich schade, ne? So, GZ. Wenn die Lo Yang ist eigentlich Irian rausgekommen wäre, dann hätte ich die das nächste Paket auch noch gekauft. Ja. Dann hätte ich insgesamt nur 1000 für alle drei bezahlt. Ja, genau. Nee, dann ist ja, wie gesagt, dann sollte man sich das also überlegen. Also es ist im Prinzip ein Zockerding, was du bezahlst. Im schlimmsten Fall halt 100 Euro. 100 Euro ist halt schon fett. Das ist schon wirklich fett. Ja gut, ich hatte das jetzt eh rumliegen, ne? Von daher. Ja. So, was machen wir? Was fahren wir? Achter? ja, warte mal, wo wolltest du, wie war das mit dir, wo wolltest du weiterfahren? Heißt weiterfahren. Ach, die ist aber hübsch jetzt, die Lo Yang mit dem Skin. Ach. Oh. Willst du die gleich mal ausfahren? Oh. Die hat 9,2er Torps oder so, gell? Warte mal, ich will mir die sagen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab die doch gerade erst bekommen. Ach so, ich kann ja bei dir gar nicht reingucken. Ja, die hat, glaube ich, 9,2. Ja, ja. Also du kannst die umbauen, du kannst zwei verschiedene einbauen, aber die 9,2er, glaube ich. Warte mal hier. Boah, das ist 180 Grad Umdreh, Turmdreh, Dings, 5,3 Sekunden. Das ist ja der Hammer. Die ganzen anderen DDs auf 8 haben, glaube ich, irgendwie so 15, 20. Hm. Also Premium jetzt, ne? Ja. Ja, krass. Huh. Jo. Nee, ja, okay, Moment, ich mach mal einfach hier so random Captain Skills. Nee, nimm nicht keine random. Guck dir das schon irgendwie kurz an. Pass auf, ich bin mal ganz kurz AFK, du verteilst die Skills und dann fangen wir in so 1 bis 1,5 Minuten fangen wir an, okay? Jawohl. So, bin wieder da. Willkommen zurück. So, hast du dir jetzt was ausgesucht?
Ich habe was ausgesucht, ja. Na dann los. Aber ich sollte meine Upgrades noch einpacken, ne? Bitte? Ich sollte meine Upgrades noch einpacken, vielleicht. Hat ja. Eingefallen. Das wäre. Sehr gut, wäre, ne? Wäre gut. Und wir machen es auch heute richtig schwer. Ich fahre mit der Torgo. Hm. So, warte mal, was haben wir denn hier mit der Atago? Ah ja, warte mal, den haben wir, den. Den könnte ich jetzt eigentlich hier mal so. Zack. 1000, oder? Zack. Dann haben wir hier. Was nehme ich denn da? Ladeexperte. Ah, Auswahl von Modulen. Hm. Also, von mir aus kann es losgehen. Nehmen einfach mal Defensive AA mit. Braucht keinen Boost. Ja. Zack. Oh, warte mal ganz kurz. Ich will hier noch eine Fahne reinschmeißen. Schiffswartung. Ja, können wir auf jeden Fall mitnehmen. Warum nicht? Sag mal, sind die. Secondaries? Nee, brauchen wir nicht. So, ja, was wolltest du fragen? Ich hab kurz nicht ready. Oh, bist du schon drin? Oh, sorry. Was denn? Ich wollte gerade auf nicht ready klicken, weil ich nochmal gucken wollte, ob das mit der AA irgendwas ändert, wenn man die beim dritten Slot, dass der zwei Flak-Explosionen oder was erzeugt da. Dass irgendwas beeinflusst da, wenn man da. Ach so, okay. Defensive AA mitnimmt. Du hast Defensive AA jetzt drauf? Ja. Weil. Auf ein DD, okay. Ja, was hättest du alternativ setzen können? Speed Boost oder Hydro. Ne, da hätte ich doch auf jeden Fall, also auf jeden Fall alles andere genommen. Weil mit dem, ja, ach, was willst du da, keine Ahnung, gerade jetzt mit denen, die kommen angeflogen und sind sowieso wieder weg. Der ist nicht mehr dauerhaft über dir, dass er dich aufmachen kann, das funktioniert ja nicht mehr. So, und Speedboost ist immer eine coole Sache, weil du irgendwo hin bist. Und Hydro ist natürlich noch cooler. Na, aber guck mal, das Ding ist so 38 Knoten schnell. Da brauche ich doch keinen Speedboost. Ja, ne, dann kannst du aber Hydro nehmen. Hydro ist doch ziemlich geil für einen. DD. Ja, aber ich dachte jetzt wegen CV-Dings und so. So, dann, ich bin neben dir, du kannst ja mal gucken. Ja, ich habe schon gesehen hier, das sieht. Also das aus. Ist ja mal voll cool, oder? Ja, die sieht geil aus. Also die. So eine Aquaman-Tarnung. Mit so einem schönen. Ja, vor allem guck mal die Türme an. Die mit so. Ach ja, das habe ich noch gar nicht gesehen. Vorne an den Kanonen sieht, ist so ein kleiner Drache. Ja, das hat. Ist ein bisschen sehr verspielt, ja. Vorne aber auch, du hast einen Drachen vorne auch auf dem Deck drauf. Also doch, das sieht nice aus. Das ist die Luoyang auf jeden Fall mit der Special-Tarnung hier. Für, ja, für was eigentlich? Für diesen Mond, ups. Ich mach einfach mal an hier. Für den Mond. Bam, 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 bam. Was ist denn hier? Bei mir sind vier Flugzeuge hochgegangen oder so. Was sah das jetzt aus? Krieg und er kommt hier auch noch bei mir rein. Boah. Ich habe eine halbe Staffel hochgeschickt. Habe ich mich jetzt getäuscht? Ich muss das noch einmal beobachten. Das sah völlig anders aus. Also ich habe schon sechs Flugzeuge abgeschossen. ich vier, ja. Willst du gleich mit in meinen Smoke hier, wenn ich den jetzt... Ich mach den mal auf jetzt. Nee, ich werde hier irgendwie abhauen. Das sind Torps von rechts. Ja, ich habe Sonar. Aber du bist ja gar nicht da. Ich hab Sonar laufen. Sonar ist on. Wollte ich nur sagen. Okay, da ist die Alabama.
Das ist ja ganz gut, wenn ich da abgehauen bin. Oh, was habe ich denn für Arcs? Das ist ja Hammer. Damit kann ich ja über alles schießen. Echt lustig. Hau einen Treffer. Sehr schön. Zwei. Ach schade, jetzt ist die Hipper wieder zugegangen. Oh, dass die Ecke zugeht. Okay, hier ist noch die zweite. Okay, ich habe den viermal getroffen. Das wird jetzt knapp. Tatsächlich, bei mir steigen vier Flugzeuge jetzt auf, wenn ich meine Flugzeuge starte. Du kommst dir ja vor, als hättest du einen Flugzeugträger gekauft. Problem gelöst. Das sieht richtig cool aus. Aber da haben sie schon ein bisschen was auch bei anderen Sachen überhaupt zu Flugzeugen. Also haben sie wahrscheinlich die ganze Mechanik Flugzeuge überarbeitet. Alter, ich werde hier weggetorbt wie sonst was, ne? Die Flugzeuge, die machen die dich zwei Akazukis. Die machen dich trotzdem perma auf, die Flugzeuge. Ich habe hier dauernd die Meldung, dass ich durch Flugzeuge offen bin. Das du. Ist schon ziemlich lang. Ja, ne. Hallo? Aber es sind halt aber zwei Träger drin irgendwie. Okay, ich bin eh tot. War ein kurzes Vergnügen hier. Natürlich eine Sekunde bevor ich Torps hätte schmeißen können. Aber gut, ich bin ja auch 1 gegen 6 oder so. Hätte ich gerade weglaufen müssen, aber da kamen so viele Torps. Ja, das ist schon ziemlich. Hey, ich habe ihn zurückgesetzt, das ist cool. Okay, jetzt kommen die nächsten Flieger. Burn, Baby, burn. Der hat gelöscht. Du siehst jetzt auch, wenn das von anderen Schiffen ist, von wem die Flugzeuge sind. Oh, der hat mich voll erwischt. Ja, ihr solltet mal ein bisschen umdrehen, abbauen, drückkeiten. Weil wenn ihr jetzt versucht, da die Position zu halten, das wird sowieso nichts. Bei DDs auf der Seite, das ist... Oder? So, jetzt guck mal hin hier. Okay. Vier Flugzeuge, hast du das gesehen? Ja, gut, aber das ist einfach nur trotzdem ein Fighter, ne? Also ich habe vier gesehen, also ich vier, außerdem habe ich zwei. Ich habe das nämlich extra noch geskillt. Ich habe nur einer. Also du hast jetzt ein Squad von vier Fliegern, ja. Das ja, ist aber sonst hättest du wahrscheinlich einen Squad von zwei Fliegern nur oder so. Also ich habe dieses. Ach, du meinst, dass die. Ach so, okay. Okay, ja, das könnte sein. Ich merke gerade, hier hinten, hinter der Insel kann ich nicht. Schlecht. Da kann ich nicht langfahren. Das war jetzt kontraproduktiv. Du kannst versuchen, wenn du auf die kleine Insel rechts von dir jetzt da zu steuern und dann so die Alabama zu überraschen. Vielleicht, wenn du bis dahin nicht gespottet wirst. Glaube ich nicht, weil da bin ich eher offen. Der Tango hat doch irgendwie 9,7 oder so. Ja, 9,3 sogar.
Doch, guck mal, der fährt doch hinter die Insel. Wenn du dann genau auf die Insel drauf zufährst. Schön, Torben. Oh, da ist es. Okay. Akatsuki ist auch noch da. Aber du fährst schon wieder in die andere Halbinsel rein, ne? Bitte? Ich sag, du fährst schon wieder in die Insel da rein. Ja, aus dem einfachen Grund, wenn ich hier hinten bleibe, dann denken, ich glaube, hier hinten vermutet mich keiner mehr. Meinst du? Möglich. Wird ein bisschen blauäugig. Aber ich glaube, die Alabama kriegt deine Torpedos mit. Ja, ich bin ja schon lange weg von dort. Ich gehe gleich auf, wenn der... Die gehen vorher raus. Okay, kriegt doch keiner mit. Nee. Jetzt bin ich offen. Katsuki müsste gleich bei dir sein. Oh, wir haben schon wieder 5:30, ey. Soll ich dir erzählen, wann ich morgen arbeiten muss? Wenn ich mir nicht die Laune damit... Kann passieren. Du kannst morgen bis um 12 arbeiten, bis um 12 schlafen und musst dann bis um 1 arbeiten. Torpedos Achterhaus! War's so? Ich muss heute um 12 arbeiten. Torpedos Achterhaus! Oh ja, das ist natürlich dann auch. Ja, das ziemlich, ist. Ziemlich ärgerlich. Heavy. Und obwohl ich um 2 Uhr heute nach Hause gekommen bin. Aber egal. Also, was kann ich jetzt sagen? Ich binde starke feindliche Kräfte, ja. Nennt man das so. In der Tat. Meinst du jetzt meine Arbeit oder dass du da die Schiffe aufhältst? Dass ich die Schiffe aufhalte. Was hat denn das sonst mit feindlichen Kräften zu tun? Du wieder. Dass die Arbeit feindliche Kräfte sind, Mann? Nee. Also, die Mogami könnte man tatsächlich auch mit AP bekämpfen, gell? Aber den nicht. Wobei, wenn der jetzt ausweicht, zeigt er den Broadside. Okay, die sind halt einfach weg. Die Bomber. Torpedos direkt voraus! Aber jetzt fährt er genau wieder eine Torpedo. Torpedos voraus! Ja, du triffst auf jeden Fall einen Torpedo. Die Mogami ist geflattet. Die wird, glaube ich, auch daran sterben. Ja, aber der wird jetzt Torpen. Aber jetzt kannst du AP schießen. Ja, so schnell kann ich ihn nicht umladen mit dem Ding. Ich hab's nicht geskillt. Ich hatte eben die Möglichkeit, entweder skill ich. Du hast jetzt immer noch die Möglichkeit, siehst du. Genau, das habe ich gemeint. Komm ich nicht drauf rum. Das habe ich genau gemeint, scheiße. Ich hatte keinen. Ich wollte nicht so daran. Das war blöd. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich, weil. Ach, und den anderen habe ich jetzt irgendeinen anderen weggeschossen, ja. Ja, die Shokaku hatte auch einen Flat drauf. Ach, weißt du was, ich gehe auf. Schlafen. Okay, nö, alles gut. Ja, leg dich hin. Wie gesagt, wenn du arbeiten musst, auf jeden Fall, dann leg dich in aller Ruhe hin und schlaf gut. Und ja, ist es jetzt, nee, das ist zynisch, wenn ich dir viel Spaß bei der Arbeit wünsche. Aber ich wünsche dir, nee, pass auf, ich wünsche dir auf jeden Fall wenig Stress. Das ist ja vielleicht, klappt das ja irgendwie. Und ja, wie gesagt, war wie immer nett. Und wenn du Lust hast, schau einfach wieder rein. Gell? Ich würde mich auf alle Fälle freuen. Vielleicht bis ja morgen um 10 Uhr da. Nee. ich denke mal um 3 wird wieder, wie gesagt, ich will auf jeden Fall gucken, dass ich hier die Fehler bereinigt kriege. Wie gesagt, mir gefällt das blaue hinter unterlegte Dings hier. Ich werde oben nochmal, ich sehe gerade die Donation, kann ich ein bisschen runtersetzen, alles.
Vielleicht die neuen Follower. Das gucke ich mir alles nochmal an. Aber wichtig ist, dass die anderen Sachen erstmal laufen. Jo. Mach das. Alles klar. Jo. Gute Nacht. Wie gesagt, ich wünsche dir was, gell? Bis denn. Bis morgen. Jo. Tschü. Ja. User disconnected from your channel. So. Bleiben wir hier noch drauf. Ich denke mal, das gewinnen wir sowieso. Dann werde ich jetzt mal das Gefecht verlassen. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier ein... Ja, schauen wir mal. Jo. So, dann haben wir jetzt hier mal kurz was geändert. So, dann gucke ich jetzt mal hier und wir werden uns tatsächlich mal in ein gewertetes Gefecht bewegen. Ja, wir gucken einfach mal. Wir geben es nicht an, dass wir streamen. Und ja, Informationen. Was haben wir denn? Regeln der Saison. Merkmale 27 Tage. Aktuelle Form angerechnet. Gewertete Regeln. Die Ränge sind 3 Ligen unterteilt. So, 9. Immer im Format. Oh, 6 gegen 6. Ja. Okay, das ist eine Sache. Erkennbarkeit verringert die Erkennbarkeit ihres Schiffes. Reparatur, Nachladen, Manövrierbarkeit und Verbrauchsmaterial. Oh, das dürfte richtig hart werden. Also ich werde mal mit der Donski fahren. Schöner Sieg für die Atago. So, wir gucken mal jetzt. Wir gucken mal. Mal sehen, ob ich das streamen kann. Ich werde es auf jeden Fall nicht reinschreiben. Und weil das jetzt auch nicht zeitversetzt ist. Das ist ein bisschen blöd. Aber ja, ich bin ja noch nicht bekannt. Von daher ist es okay. Und dann schauen wir jetzt mal, wie das Ganze läuft. Okay, das ist eine komplett andere Geschichte hier. Also es geht jetzt tatsächlich bis alle down sind, oder wie muss ich mir das vorstellen? So, was haben wir denn? Missouri, Jean-Bart, Musashi, Jean-Bart, Rune, St. Louis, Donski, zwei Kitakase. Ah, zwei Kitakase, schon hart. 10. Die Schlacht beginnt. Okay. Also das muss ich mir tatsächlich angucken. Aus dem einfachen Grund, das bin ich noch gar nicht gefahren. Also ich habe im Moment nicht so wirklich den... Vorstellung, wie das hier laufen soll. So, also das Ausrufezeichen war verbündetes Team. So, da gibt's für jedes jeweils. Okay, warum ist der jetzt nicht dann da reingefahren? Ist das Ding jetzt noch eine Minute da oder erscheint das in einer Minute?
Nicht Indis, sondern Worth. So, warte mal, der fährt jetzt hier rein. Das sieht gut aus. Möglicherweise wäre die Runen. Ja, die Runen hat halt gleich einen ganzen Geschützturm weniger. Oh, ich bin offen. Kurz gewesen. Ah. Okay, der hat tatsächlich. Der hat tatsächlich AP geladen. Smoke wäre schön gewesen. Und da habe ich jetzt tatsächlich reingedreht. So, dann wollen wir mal gucken. Achtung, melde Zielposition. Jawohl. Da brennt er. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Also es tut schon teilweise hier richtig weh. Das wird noch mehr wehtun. Möglicherweise haben wir Glück gehabt. Wir sollten mal hier. Okay, die fahren in die Heildinger rein. Ich weiß nicht, warum die Musashi jetzt da einfach da hinten steht. Bin tatsächlich. Bisschen überfragt. Das ist die Missouri jetzt. Schiffserkennbarkeit 11,9. Bleiben die oder also für das ganze Gefecht dann oder laufen die irgendwie ab? Das ist jetzt auch mal so eine Frage. Da hat aber einer einen langen Radar. Das ist ein bisschen schlecht jetzt. Ja, die gehen hier alle rein. Das ist tatsächlich richtig schlecht jetzt. Zählt das dann auch teamweit? Ja, das geht tatsächlich immer weiter runter irgendwie. Ja, die Frage ist, wie lange hält das an? Nee, das mache ich nicht.
Tja, die Frage ist tatsächlich. Okay. Ziemliches Taktieren, wenn ich ehrlich bin. Das ist wirklich ein ziemliches Taktieren hier. Der Missouri scheint davongekommen zu sein. Ja, und hier kommst du nicht drüber. Schlecht. Hier ist der Eroberungsbereich. Jetzt habe ich das erstmal gecheckt. Ja. Genau, zünde die Schlampe doch an. Ach, wieder so böse Wörter. Da ist er weg, das ist gut. Torpedos achte aus! Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Naja, da würde ich aber den da hinten irgendwie für nützlicher erachten. So, haben nicht wirklich viel Schaden gemacht, aber darum geht es eigentlich auch gar nicht unbedingt, weil wenn wir immer überall eine Bedrohung darstellen, dann sehr schön, dich wollte ich aufmachen. Mal gucken, ob wir dich auch erwischen, das sieht gut aus. Ja. Mein Freund und Kupferstecher. Irgendeiner hat mich jetzt erwischt. Okay. Mit 12 Kilometern können wir dir noch ein paar mitgeben. Und dir natürlich auch. Sieht gut aus. Er sieht tatsächlich ganz gut aus. Ach, jetzt kommt die Ruhe da hinten. Haben wir immer noch... Ah, jetzt haben wir... Ja, natürlich, weil wir geschossen haben. Gut, okay, das müssen wir jetzt mal gucken. Wann wir jetzt wieder zugehen, möglicherweise. Jetzt. 11,2, das finde ich ganz praktisch. Was ein bisschen doof ist, dass wir
dass wir keinen DD mehr haben. Da müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir nehmen... Oh, da ist der DD. Da war der DD. Da war er offen. Dann doch wieder umswitchen. Da ist die... Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Okay, dann greifen wir mal hier jetzt ein. Aber ich weiß nicht, warum die Donski jetzt direkt auf den geht. Willst du den raustorben? Aber das ist doch ein sinnfreies Unterfangen. Also das glaube ich nicht, dass das... Ich weiß nicht, was der da vorhat, aber egal was es ist, das klappt definitiv nicht. Hat er den jetzt nicht gesehen gehabt? Oder was war jetzt der Plan? Ja, der war weg. Keine Ahnung. Ist interessant, aber es ist ziemlich, man muss sich extrem konzentrieren, finde ich jetzt so. Es ist mein allererstes Spiel in dem Modus hier und ich finde das schon sehr anstrengend, muss ich tatsächlich sagen. Muss man sich ja ein bisschen umstellen. Ansonsten wäre wahrscheinlich auch der 9er Japaner, den ich allerdings nicht habe, wäre möglicherweise auch eine gute Alternative. Hat zwar kein Radar, hätte dann aber eben halt auch wieder zwei Flugzeuge, die dauerhaft eigentlich einen großen Raum aufdecken können. Ja, wie gesagt, das muss man mal sehen. Ich denke mal, jetzt ist es hier eh aus. Das war's. Nice. Unser Sieg ist in Sicht. Ja, AP, auf jeden Fall. Der ist gut, ja. Unser Team hat die Führung übernommen. Ich muss hier tatsächlich nochmal gucken, was ich nachher hier geflaggt habe. Ich denke mal, hier müssen ein paar Wirtschaftsfaden runter und vor allen Dingen die, die Explosionsfahne drauf, weil Rang 13, 250 Stahl. So, wir haben abgeschlossen. Wie lange muss man das erlernen?
ja, bla bla, irgendwas. Ja, okay. War jetzt nicht der Reiser, aber es war ganz okay. So, wir haben jetzt hier ein paar Sachen gekriegt, weil wir ein paar Dinge auch übersprungen haben. Oh, 1000 Stahl hat es gegeben für 16, 14, 17, 13. Das sieht gut aus, das gefällt mir. 100, wir haben eine Second League Fahne. Wir haben, oh, wir haben einen Container Mondneujahr. Wieso kriege ich einen Container Mondneujahr? Wie lange muss man das erlernen? Okay, den kriegst du so. Sehr schön, freut mich. Sieht gut aus. Habe ich jetzt tatsächlich so einen Container? Ja, ich habe einen Container im Mond. Naja, das gefällt mir. So, das waren 8 Gefechte. So, jetzt haben wir hier einen Mondneujahrscontainer. Ganz toll, hurra. Den wir aufmachen und wir finden 24 Stunden Warships Premium Konto. Sehr schön. Gefällt mir. Alles gut. So, jetzt werden wir trotzdem mal hier gucken. Wir werden das jetzt etwas anders gestalten. Also als erstes mal nehmen wir die Kreditpunkte hier raus. Wir nehmen die Kreditpunkte hier raus. Wir nehmen die Reparatur hier raus. So, wir nehmen die EP. Das müssen wir erstmal gucken hier. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen auf alle Fälle keine Explosionsgefahr. Das ist elementar wichtig. So, wir haben 20% bei Verwendung. Wir haben die Laufzeiten des Materials werden wir einbauen. Erholungszeit nach Wassereinbruch. Ich weiß nicht, ob mir das wirklich hier was bringt. Aber okay. Ja, die möchte ich eigentlich ungern vermissen. Ja, wir gucken mal. So, ich hätte jetzt noch 3 Fahnen. Das heißt, wir können die setzen. Wir können die... Das heißt, hier oben, die wären ja eigentlich viel nützlicher, gell? Brandwahrscheinlichkeit. Torpedo glaube ich eher nicht, aber Brandwahrscheinlichkeit kann ich 2-mal hochsetzen. Wenn ich jetzt sage, okay, Zeit für Brandbekämpfung, runter und... Die Wassereinbruch. Wassereinbruch können wir eigentlich rauslassen. Denke ich mal. Den auf jeden Fall nicht. Verbrauchsmaterial auch nicht. Kapitäns-EB. Oh, ich fange an zu flennen. Halt, warte mal. Ich habe da 6 von 8. Das heißt, dann nehmen wir hier Victor Lima. Und wir nehmen die noch mit rein. Jo, das sieht gut aus. Das, denke ich mal, ist ein schöner Bild. Tarnung ist klar. Bleibt die drauf. An Fahnen. Oh, was habe ich denn hier für eine Fahne? Malta. Ach, das ist hier für... ja, das stimmt. Stimmt, stimmt. Die gibt es denn hier für die? Das gefällt mir. Finde ich gut. Ja, hier haben wir die rote 8 drauf. Ne, die rote 8 kann eigentlich drauf bleiben. Das ist soweit in Ordnung. So, an Modulen gucken wir auch nochmal kurz durch. Ja, wir hatten halt hier diese ganze Sache eingebaut und hier haben wir die Nachladegeschichte für die Hauptbatterie. Ja, wir könnten die auch nehmen mit Weiterschießen, richtig? Nee, aber das bleibt so. Dann haben wir natürlich hier die beiden. Hey, habe ich hier eins nicht eingebaut? Okay, wieso habe ich hier eins nicht eingebaut? Das finde ich ja jetzt hochinteressant, wenn ich ehrlich bin. So, was hätten wir hier? Drehgeschwindigkeit wieder, ja. Dann habe ich die Feuerreichweite Sekundärbatterie, Flarbewaffnung. Ja, wir werden keine Flugzeugträger hier treffen mit dem. Und die Zielmodifikation, Streuung, okay, Drehgeschwindigkeit, Feuerreichweite. Ja, okay, es wäre die Drehung wieder zurück, dass die schneller dreht. Weil wir hier im Prinzip was verloren haben. Aber dann habe ich mehr... Ich kann schneller schießen. Nee, ich nehme mal die Zielmodifikation. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso die hier raus war. Was wir auf alle Fälle hier drin haben, ist diese Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials. Das heißt, wir haben hier das Überwachungsradar, was uns dann noch ein paar Punkte mehr bringt.
Gut, dann gucken wir mal weiter. Schauen wir noch mal. Das wird interessant werden. Dreizack. Sehen die jetzt alle so aus? Ist das immer die Kappe die Mitte und fahre durch diese... Ja, das sieht so aus, dass das immer so bleibt. Drei neuner Schlachtschiffe. Das wird hässlich. Weil wenn die einen erwischen, wird's unschön. Wieso habe ich jetzt 14 Kilometer? Ich habe da normalerweise nur 13,7. Eigentlich sollte ich nur 13,7 haben. Haben die an der Tarnung geschraubt? Das sieht so aus, als wenn da irgendwo noch was an der Tarnung geschraubt worden ist. Eigentlich sollten es 13,7 oder 13,8 sein. 14 ist mir eigentlich schon fast wieder zu viel. Das Problem ist, ich kann das nur runterdrücken, wenn ich die Beweglichkeit rausnehme. Und wenn ich aber die Beweglichkeit rausnehme, dann habe ich tatsächlich das Problem, dass wenn auf mich geschossen wird, ich kaum noch eine Möglichkeit habe, auszuweichen. Das ist definitiv eine richtig hässliche Sache. Metadonski, weil die dann einfach zu träge wird. Und das ist so der einzige Nachteil, den sie hat. Sie geht halt sehr früh auf. Da wären Japaner viel, viel schöner. Ja, da müsste man tatsächlich mal gucken. Ah, 14 Kilometer ist schon viel, ja. Okay, und da bin ich nämlich auch schon offen und dann zielen auch schon 2, 3, 4 auf mich ein. Wir hoffen jetzt mal 5, dass sie nicht alle treffen. Ja, das ist ganz, 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 ganz schlecht. Ja, das war mal richtig, richtig, richtig mies. Ja, das können wir nicht machen. Also ich muss definitiv nachher die Tarnung drauf skillen, damit ich wenigstens halbwegs überhaupt in Radarreichweite reinkomme. Weil das hier ist keine Option. Das ist keine Option. Ich bin, denke ich mal, gleich raus. Ja, das war's. Also das war überhaupt keine Option. Wir müssen definitiv die Tarnung reinnehmen. Das ist ganz, ganz mies gelaufen jetzt. Da konnte ich meinem Team überhaupt nichts geben. Ärgert mich auch, gebe ich ehrlich zu, weil möchte ich so nicht haben. Aber da muss man mit leben. Da ist er gucken. So, dann haben wir die Kronstadt. Selbes Problem, glaube ich, mit der Kronstadt, dass wir haben... Jetzt muss ich mal hier gucken, was haben wir hier? Hier haben wir 12,7. Das heißt, hier haben wir definitiv... Ja, die Erkennungsreichweite geskillt. Ausweichen doch ein bisschen. Wäre ja auch hier irgendwie nicht anders gegangen. So, und hier haben wir jetzt den ganzen Kladderadausch. Die Frage ist jetzt tatsächlich, wir hatten das hier schon mal geskillt. Also ich bin mir bei der Kronstadt echt noch nicht so richtig sicher, was ich skillen soll. Der muss auf jeden Fall drauf. Bei der Artillerie, wir haben 24% Brandwahrscheinlichkeit. Wir können die trotzdem mal hochsetzen. Wird das hier eigentlich gleich mit angezeigt?
26, ja, das wird gleich mit angezeigt, das ist gut. Wir können die Geschwindigkeit erhöhen. Das ist auf jeden Fall gut. Damit sind wir, glaube ich, hier jetzt durch. Hier wäre tatsächlich noch, ihr könnten tatsächlich die Sachen hier noch was bringen, dass wir wirklich den Wassereinbruch und auf jeden Fall die Brandbekämpfung. Zeit des Verbrauchsmaterials oder aber Wassereinbruch. Wir werden mal so fahren. Ach, die 8. Tarnung ist soweit okay. Ja, ich bin mir hier wirklich nicht sicher, was die Kapitänsskillung angeht. Das ist einfach so eine Sache, das weiß ich halt nicht. Also Tarnung muss sein, den halt einfach, um auch noch ein viertes Radar zu haben. Ich glaube mal, der ist auch noch Pflicht. So, hier oben könnte man sich streiten. Man braucht auf jeden Fall das vorrangige Ziel. Umladen eigentlich ist nicht verkehrt, aber wie gesagt, ich könnte jetzt hier noch einen Dreier setzen. Aber was willst du als Dreier hier noch setzen? Man könnte tatsächlich, ja, oder die vier, aber dann muss ich den rausnehmen und dann gehe ich zu früh auf, beziehungsweise zu spät wieder zu. Ich will nochmal gucken, wie viele 4x2 und 4x2, das ist nicht wirklich viel, die Sekundärbewaffnung. Würde die wirklich was bringen? 8 Sekunden Ladezeit ist eigentlich auch ziemlich hoch, 3,8 Sekunden. Aber 5,3 Kilometer ist eigentlich lächerlich. Tja. Das ist alles sehr... Was wir hier immer noch genommen hatten, war, glaube ich, genau, die Ladezeit. Wir können das nochmal probieren mit der Ladezeit. Das Problem ist halt, dass dann auch parallel die die Entfernung runtergeht, auf die ich schießen kann. Weil das hatte ich ja vorher drin und dann kommt die nicht mehr so weit. Was dann wirklich ein sehr, sehr hässlicher Nebeneffekt ist. Wir probieren das jetzt mal so aus. Da müssen wir wirklich noch ein bisschen rumexperimentieren. Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich finde ich die Donski wirklich sehr schön. Aber man hat eben gesehen, wenn die nicht auf Tarnung geskillt ist, 14 Kilometer ist keine Option. Also das hatte ich auch schon mal gesehen. Ich hatte die dann auf diese 13,4, 13,7. Ich denke mal, da hat sich dieser Kapitänsskill geändert. Und dieser Kapitänsskill, das wollten sie ja mal machen, dass der, im Moment war der ja so, ich muss da gleich nochmal gucken, ich habe da jetzt gar nicht drauf geguckt, dass eben der für Zerstörer das Wenigste bringt und für Kreuzer ein bisschen mehr und für Schlachtschiffe noch ein bisschen mehr und für Flugzeugträger, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Und das sollte ja angepasst werden, dass alle nur noch gleich viel haben. Habe ich mal irgendwo gelesen, gehört, gesehen. Und möglicherweise haben sie das angepasst gehabt, weil, ja, aber 14 Kilometer ist keine Option. Also wenn du bei 14 Kilometer aufgehst, hat man eben gesehen, dann haut alles auf dich drauf. Und dann ist scheiße halt, zu gut Deutsch. So, wir haben jetzt hier eben nur noch 18 Kilometer. Ich habe eigentlich damals schon gedacht, dass das reicht, aber irgendwie war es nicht wirklich viel. Wir haben 2 Kreuzer. Wir müssen mal gucken. Hier können wir erstmal reinfahren, bleiben möglicherweise auch dahinter. Oder sollten wir 11,7?
Ja. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt hier auftauchen. Wie gesagt, ich habe diesen Modus noch nie gespielt. Den gab es irgendwann schon mal. Aber die Saison habe ich dann komplett ver... Okay, da vorne kommt eine... Eine Rune. Da geht die all irgendwas auf. So. Ach, das ist der Dings, der hier runterfällt, oder was? Das ist ja cool. Okay, das gefällt mir. Das finde ich ganz witzig. So, was haben wir jetzt gekriegt? Ruderstellzahl, Motorleistung. Das heißt, du kannst jetzt fahren, bis der Arzt kommt. Ja, das war die Musashi. Ruderstellzeit, das ist ja geil. Kann ich das Ding jetzt fahren wie ein Kreuzer? Oh, guck mal, wer da ist. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. So. Das tut schon ein bisschen weh. Ja, der dreht definitiv ab. Würde ich dir irgendwie auch empfehlen. Tja, die Frage ist jetzt tatsächlich. Gegnerischen Zerstörer gesichtet. Sechs Treffer. Wir zünden nichts an. Ist ärgerlich. Baby Burn, das ist eigentlich das Ziel. Ich finde es ein bisschen doof. Keine Ahnung, also ich finde das schon ziemlich, wie der sie geschlachtet hat. Ah, der ist weg. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. Das ist ein guter Anfang. Festgelegtes Ziel konzentrieren. Oh Gott. Das war jetzt richtig scheiße.
Torpedos voraus. Torpedos direkt voraus. Wir haben ein Lenkrad. Ja, da war nichts zu machen hier. Das war richtig blöd. Das war richtig doof. Den hätte man aufmachen können. Ich denke mal, der werden die Taschkent jetzt dafür auch verlieren, aber das war es nicht wert. Das war es nicht wert. Den hätte man vielleicht aufmachen, aber ich habe da auch keine Ahnung gehabt, dass der kommt. Das Problem, ja gut, ich hätte wahrscheinlich ja keinen Sonar gezogen. Aber der ist ja wirklich gar nicht aufgegangen. Das war ziemlich krass. Ja, schade. Schade, schade, schade. Wir führen, aber ja, war kein besonders guter Beitrag. Ja, das letzte haben wir auch verloren. Die Donski werden wir auf jeden Fall umskillen. So, jetzt gucke ich erstmal hier bei dem Kapitän, ob die Vermutung zutrifft. Ja, die haben das drum gesetzt. Das heißt, alle kriegen nur noch minus 10%. Damit ist dieser Skill hier um einiges weniger wert. Das muss beachtet werden. Dann müssen wir hier als Verbesserung definitiv... der hier ist das. Der muss raus. Wir brauchen die Tarngeschichte. Und wir verlieren einiges an Manövrierbarkeit. Das ist definitiv Fakt. So, wir haben jetzt hier 12,6. Das ist ein Wert, mit dem man arbeiten kann. Aber das ist jetzt wirklich eine Frage, was man macht. Also jetzt bin ich ehrlich ein bisschen am Überlegen. Wir haben 6x2 für 4 Sekunden, die 5,3 Kilometer haben. Also ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, ob ich den umskille, den Captain. Das müsste ich mir mal angucken. Ich bin mal für einen kurzen Moment weg. Ich bin sofort wieder da und es geht gleich weiter. So, bin ich wieder da. So, jetzt ist natürlich die Frage. Also bei, ja, wir haben jetzt hier 12,6. Das Radar macht auf bei 11,7, glaube ich. Das sind dann nur noch 900 Meter. Das heißt also, dass, ja genau. In dem Moment, wenn ich aufgehe, könnte ich auch eigentlich den, der mich aufgemacht hat, ja, nach 900 Metern schon ziemlich genau aufmachen. Im Vergleich dazu, wenn ich den rausnehme, verliere ich das natürlich wieder. Ich könnte optional den hier reinmachen. Der wäre wirklich gut. Aber ich denke mal, eigentlich bringt er mir hier nicht viel, weil ich ja ein Radar habe. Das heißt, das wäre eher was eine Option für ein Nicht-Radarschiff. Zum Beispiel hier wie die Ruhen. Ja, auf der ich natürlich wieder keinen Kapitän habe. Ich glaube. Ja, das ist der, den wir auf die Hipper gesetzt haben.
Der ist, glaube ich, jetzt auf der Hippo. Ja, Dreierkapitän brauchen wir da nicht drauf zu setzen. Prinz Eugen. Wir nehmen den mal. Okay, das ist erstmal hier. Okay. So, das heißt, hier hätten wir 17 Punkte. Der dann auch hier nur noch 10% hat. Der hat sogar. Das Bild ist eigentlich dafür da, dass für Anti-Air, weil er ja damit auch noch Anti-Air unterstützt, kommt hier auch auf Flugabwehr 61. Das muss ich mir alles mal wirklich überlegen. Das muss man sich ehrlich mal alles jetzt durch den Kopf gehen lassen. Das stellt vieles, vieles, vieles jetzt in Frage. Meines Erachtens nach. Ja, vorrangiges Ziel müssen wir auf alle Fälle ausbilden. Ohne brauchen wir gar nicht loszufahren. Ja, das wird schwierig. Das wird tatsächlich schwierig jetzt. Was ich denn hier mir einfallen lasse. Okay, wir fahren nochmal mit der Donski. Ja, welchen Fokus? Ja, wir haben ja nur drei Radar. Aber Ausfallsicherheit hier, das sollte man schon haben. Hier ist eben halt auch 45%, was ja auch nochmal gut ist. Die 20%, der kann man sich drüber streiten. Aber wie gesagt, wo willst du jetzt hier irgendwie was machen? Das wäre dann möglicherweise der Punkt. Ist tricky. So, dann fahren wir mal noch eins auf jeden Fall. Wir gucken mal. Das wird nicht einfach. So, als Schlachtschiff, keine Ahnung. Also auf jeden Fall glaube ich nicht mit einem Prinz. Ja, aber wenn ich mir gestern noch eine Musashi geholt hätte, ich weiß nicht, ich hätte die ja nicht wirklich richtig spielen können. Die wäre ja nagelneu gewesen. Ob das tatsächlich was gebracht hätte, vielleicht auch nicht. Da kann man nur spekulieren. Ja, es ist natürlich halt die Frage, das Schiff ist weg. Gibt es das dann mal wieder irgendwann? Vielleicht dann für 100 Euro im Premium-Laden. Kann ich alles nicht sagen. Das ist alles Spekulation, muss man sehen. Auf alle Fälle. Ja, das sind hier sehr interessante Gefechte. Definitiv. Ich werde diesmal auch mich weiter zurückhalten. So, wir haben eine schon Bord, wir haben einen Friedrich auf beiden Seiten. Die Ibuki finde ich persönlich ja, ist eine gute Wahl, weil die dürfte irgendwo bei ja, ich weiß nicht, 9, 10 Kilometer aufgehen. Ich weiß aber gar nicht, wie weit ich japanische Kreuzer geskillt habe. Da müsste ich auf jeden Fall jetzt richtig freie Erfahrung reinsetzen. Oder aber wir spielen ab morgen im normalen Zufall nur noch japanische Kreuzer. Weil ich weiß nicht, ob ich hier wirklich zum Beispiel mit der Neptun fahren wollte. Ich glaube, die Neptun hatte ich damals auch fast mal irgendwann, als ich die mal hatte, übersprungen. Kann ich also auch irgendwie nicht wirklich viel dazu sagen, wie die sich fährt. Schwierig. Die Black. Ja, die Black war ja auch mal sehr interessant. Ja, ich finde es schade, dass jetzt nicht gleich ein neues Schiff reingekommen ist. Da sind sie ja noch am Testen. Für die Musashi. Ja, muss man mal gucken. Was haben wir gekriegt?
Ladezeit des Verbrauchsmaterials und kontinuierliche Schiffsreparatur. Das klingt ja irgendwie völlig... ja, wie nenne ich das? Völlig overpowered. Also ich werde mal nicht schießen. Aber irgendwann muss hier was aufgehen. Aber wenn doch dann einer von den DDs von denen, oder? Okay, da ist die erste Fletcher offen. Die mich aber nicht aufmacht. Schiffserkennbarkeit reduziert. Das ist immer süß. Erkennbarkeit 12 Kilometer. Das finde ich gut. Ich hoffe, der hat nicht schon einen, dass er erst bei 3 Kilometern aufgeht. Vielleicht hatte der das vorhin irgendwie, dass der vorher überhaupt, dass man da gar nichts gehört hat. Das war schon ziemlich krass. Alles in die... Alles in die Dings gegangen. Oh ja, mach einen Nebel, das ist gut. Stelle ich mich da einfach in den Nebel rein. Und dann ballern wir, bis der Arzt kommt. Das finde ich irgendwie gut. Doch, muss ich schon sagen. Ja, hier gleich auch mal so nah anmachen. Nicht im Nebel. Kommt da jetzt noch irgendwas mit Nebel, oder? Ja, der sollte man eigentlich fast... Da ist Nebel. Und ich gehe aber auf. Was ist denn das für ein scheiß Nebel, wenn ich aufgehe? Da brauche ich keinen Nebel, Mensch. Völlige Verarsche hier. So. Ja, die waren nicht so gut eingezielt. Torpedos, achte aus! Ah, warum mache ich immer sowas? Ja, der hat seinen Reloader geskillt. Das war wirklich bescheuert. Natürlich hier noch alle rein. Meine Fresse. So, jetzt warte mal. Jetzt lass mal gucken. Wir werden mal umladen.
So. Ja, das könnte jetzt richtig wehtun. Also ein bisschen Glück haben wir hier tatsächlich jetzt auch im Moment. Das muss man mal ehrlich so sagen. Also im einfachen Grund, das hätte jetzt richtig, richtig, richtig wehtun können. Und dass es das nicht hat, ist ja tatsächlich auch Glück gewesen. So, mal gucken jetzt. Der dreht ein. Torpedos direkt voraus. Ah, ja. Das ist so eine Sache hier. So, jetzt wollen wir mal gucken. Das hat aber ordentlich reingeschlagen. Das hätte ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, so nicht gedacht. Torpedos auf Backbord. Ja. Torpedos auf Backbord. Alter Verwalter, 7 Einschläge, 8, 9. Das ist ja richtig übel. Also das hätte ich nicht auf der Uhr gehabt, gebe ich ehrlich zu. Das hat richtig wehgetan. Ja. Das ist interessant. So. Ja, damit er auch weiß, dass wir ihn nicht vergessen haben. Sollte ich ihn vielleicht doch lieber anzünden? Weil der Plan war ja eigentlich mal eine querstehende Fubuki hier zu erwischen. Ah ja. Eine ziemlich haarige Nummer hier irgendwie. Und der will sich nicht
anzünden lassen hier, diese Krebel. Ja, es ist auch runtergegangen von der Geschwindigkeit. Okay, das ist jetzt hier irgendwas anderes Hässliches. Okay, der hat. Sehr gut. Also anzünden ist jetzt Gold wert, weil der vorhin repariert hat. Er muss jetzt fliehen, was die Torpedos angeht. Also das ist mal wirklich, auch wenn das möglicherweise langatmig aussieht, dieses Gefecht, das ist sehr, sehr spannend, weil wir hier schenkt sich keine, die schenken sich alle nichts. Und das Problem, was wir hier tatsächlich haben, ist, wenn du jetzt hier einen großen Fehler machst bei einem 9er Schlachtschiff mit dem Kreuzer und kriegst hier wie vorhin so halbtot die Zitadellen weg, dann ist das auch alles ziemlich bescheiden. Ich werde mir jetzt mal drauf verzichten, den hier auf, weil genau da ist. Okay, jetzt. So, ich weiß nicht, wo ist der andere DD? Das heißt, wir zünden. Jetzt bin ich mal gespannt. Keine Ahnung, warum der jetzt nicht. Ah, nein, das machen wir nicht. Wir fahren hinter der Insel natürlich lang. Alles andere wäre völlig bescheuert. Ja, wir haben nur Abpraller. Das heißt, wir laden um. Oh, das ist. Was soll ich dazu sagen? Das ist schwer verdientes Geld. So, mein Sohn. Jetzt gucken wir mal.
So, sehr schön. Und das ist im Endeffekt so eine kleine Sache, die es dann drehen kann, denke ich mal. So, und jetzt sind wir eigentlich schon leer an allem, was auch wieder blöd ist. Und daran merkt man eigentlich, dass man hier... ja. Ich bin jetzt blind. Torpedos direkt voraus. Ja, wir packen es nicht, hier irgendwas mehr anzuzünden. Unser Team hat die Führung übernommen. So. Guksu. Haben wir Torpedo für dich. Ach, apropos Torpedo, ich hatte es glaube ich schon ein paar Mal erwähnt. Ihr könnt mit dem Code Torpedo auf der Wargaming-Seite, da wo der Premium-Laden ist, endlich brennt die Kiste mal, könnt ihr einen Auftrag freischalten. Gibt es für 5 Siege 6 zufällig verteilte Kisten. Und finde ich eine sehr schöne Sache. Der konnte jetzt tatsächlich ausweichen, oder was hier, dieser Sack da. Meinen wunderschönen Torpedos. So, bleib du mal schön stehen. So. Oh, ich stehe. Oh, ich habe tatsächlich hier... Zeit ist um! Komplett durchgespieltes Gefecht. Ja, das war mal nice. Hat mir gefallen. Aber wir hatten auch Glück am Anfang. Das hätte tatsächlich ein bisschen anders laufen können. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ein weiterer Schritt abgeschlossen. Ja, das war tatsächlich nice. Aber... Okay. Aber wir haben 12 gekriegt. Sehr schön. 250 Stahl. Das freut mich. Und 12 ist unumstößlich. Das ist auch wieder sehr gut. Das heißt, du kannst es erstmal wieder Scheiße bauen. Und es wird nicht bestraft. So, wie war jetzt das hier mit den... Nee, das ist Wehrpass. Wo waren denn die? Hier sind die Ränge. Wir sind bei 12. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, was haben wir denn? 10. Jetzt sagen wir nicht, dass die alle nicht unumstößlich sind. Nur noch eins. Ihr habt doch... Ey, ihr habt doch echt nicht alle... Alle... Ja, ich will es nicht sagen, aber das ist doch echt krank. Und du kriegst ein Kupfer. Keine Ahnung, was das wert ist. Kann ich meine Duplonen eintauschen. Also das ist ziemlich krass jetzt, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja, noch ein Container auf. Sehr schön. Wir haben wieder noch ein Dolche-Symbol bekommen. 500 Erfahrungspunkte. Ja, ansonsten, ja, es sah gut aus heute.
Die Kronstadt hat vorhin das Gefecht gewonnen. Ja, das ist tatsächlich sehr, ach so, ja, das war für die, hier für diese ganze Geschichte. Habe ich irgendwie noch ein neues Wappen gekriegt? Das hatte ich gar nicht mehr gesehen. Nee, noch nicht. Ja. Tja. Ich, wie gesagt, werde für heute dann erstmal Schluss machen. Ich werde weiter daran arbeiten, dass wir das in den Griff kriegen, dass das alles richtig angezeigt wird. Die Follower auf jeden Fall, das muss ich in den Griff kriegen. Ich, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es daran liegt, dass ich über Restream zu YouTube und zu Twitch gleichzeitig streame und das mit dem Key irgendwie nicht richtig hinhaut. Das werde ich in Angriff nehmen. Ich hoffe mal, dass ich das gleich geregelt kriege. Wenn nicht, ja, muss ich mal schauen. Also wie gesagt, morgen wahrscheinlich einen Stream nur auf Twitch, um mal zu probieren, ob das dann funktioniert. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Abend und danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Es würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Wer natürlich, wem es gefällt, gerne lasst ein Follow da. Da freue ich mich immer ganz besonders drüber. Und wie gesagt, ihr könnt auch jederzeit mit mir zusammenfahren. Meldet euch einfach. Ich lade euch dann ein und wir gehen zusammen ins TS und zusammen ins Gefecht. Dann wünsche ich heute noch einen schönen guten Abend und wie gesagt, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis denne. Tschüss.